whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Helmer Volking, danke für dein Follow. Gleich zum Start hier heute am Montag. Neue Woche steht an. Montag sind wir ja fast wie immer bei der Racing eSports unterwegs. Heute das 14. Rennen von insgesamt 19. Und ja, heute sind wir in Laguna Seca unterwegs. Also eine ja, sehr interessante Strecke. Das Fahrerfeld dort ein bisschen kleiner als sonst vielleicht, ein bisschen über 20 müsste es ungefähr sein. Vielleicht gar nicht so verkehrt hier für eine Strecke, die ja nicht lang ist, die auch nicht sonderlich breit ist, die so ein bisschen tückisch sein kann. Ja, haben in der Gesamtwertung, können wir gleich nochmal drauf gucken, auf jeden Fall noch einen spannenden Zweikampf vorne. Heute hat einer davon auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, ein bisschen was gut zu machen an Punkten. Aber ich würde sagen, wir gehen auf die Strecke und gucken mal ein bisschen durch, wer hier heute mitfährt. Moin Marvin, moin Chromix, schön, dass ihr da seid. So, ihr seht, 22 Fahrzeuge haben wir hier auf der Strecke. Ton funktioniert auch wunderbar. Ja, und wie gesagt, dann gehen wir mal wieder durch. Ja, Qualifying steht eine Stunde, dürfte aber eigentlich nur, glaube 20 Minuten sein. Weiß ich nicht, ob wir da in die nächste Session dann springen, gehe ich mal von aus einfach. Wir fangen einfach mal an hier mit Ricardo Hillegeist. Das ist nämlich, ja, der Führende der Gesamtwertung, wie gesagt. Hat so ein paar Pünktchen Vorsprung. Ich guck mal gerade, es sind, rechne, 19 Punkte vor Nick Hussfeld, der heute nicht mitfährt tatsächlich. Der hat Merch von mir gekauft. Ich habe kein Merch. Aber egal. Ja, der hat ein paar Punkte Vorsprung. Der Nick Hussfeld auf der 2 in der Gesamtwertung. Achso, Carita Samt, okay. Platz 2 in der Gesamtwertung. Der fährt heute aber offenbar nicht mit, hat glaube ich abgesagt. Also wie gesagt, dann kann Ricardo Hillegeist hier auf jeden Fall einiges an Punkten heute nochmal ausbauen. Und das könnte vielleicht nochmal, ja, richtig gut werden für ihn. Wenn er in den letzten Rennen auch alle mitfährt, hat er ein gutes Polster, könnte sich dann die Gesamtwertung holen. Ja, jetzt hier auch gerade auf die 1 gefahren, bin 1:23.870, habt ihr gesehen. Da geht wahrscheinlich na, ein bisschen vielleicht noch was. Strecke steht tatsächlich auf grün. Also ist eine relativ rutschige Angelegenheit hier im Moment. Ja, dann haben wir Max Ohlinger für Mosquito Motorsport, der 11er BMW M4 hier. Mal sehen, ob er hier eine Zeit jetzt gesetzt hat. Offenbar wird der Server neu gestartet. Keine Ahnung. Passiert gerade nichts. Wahrscheinlich, weil die Session zu lang war. Keine Ahnung, ob die das nochmal neu starten hier. Sonst müssen wir mal ganz kurz runtergehen. Ja, sieht so aus. Dann gehen wir kurz ins Studio. So, dann gucken wir gleich mal, ob der Server wiederkommt. Muss ich mal runtergehen am besten. Ja, wird sich das gleich mal alles ein bisschen verzögern. Aber nicht so schlimm, denke ich. Sollte ja relativ zügig dann wiederkommen. Der Server. Ja, wir haben, wie gesagt, 14 Rennen hinter uns. Quatsch, heute sind wir bei 14 Rennen, 19 insgesamt. Also sind noch so ein paar Pünktchen zu holen. Meisterschaft vorne sehr spannend. Top 10 können sie noch mal ein bisschen was tun, weil da so ein, zwei Fahrer sind, die, oder einer auf jeden Fall, ja, wo man nicht mehr so viel mitfährt. So, ihr seht hier hinter mir vielleicht, der Server gerade nicht da. Warten wir einen Moment. Ja, aber gucken wir mal, was er heute anrichten kann, ausrichten kann, vielmehr der Hillegeist. Ansonsten, ja, wo sind wir dann noch? Nächste Woche, lass mich mal kurz nachschauen. Heute sind wir auf Laguna unterwegs. Nächste Woche dann sind wir bei, oder auf Spa-Francorchamps. Haben wir auch wieder eine Stunde Rennen. Wird auch sehr, sehr interessant werden, denke ich mal. Da fahren wir 18 Uhr abends los. Heute, ja, wird es ein Rennen am Vormittag. Deswegen die Strecke wahrscheinlich gerade auf grün. So, ich schaue mal kurz. Da ist der Server wieder da. Wunderbar. Gehen wir mal drauf. Ja, dann übernächste Woche auf dem Hungaroring. Dann haben wir eine Woche Pause. Und dann haben wir nochmal 3 Rennen bis zum 20. Februar. Dann ist die Season auch schon wieder vorbei. So, dann stellen wir mal alles wieder ein hier. Wunderbar. Dann muss ich noch kurz ACC-TV neu starten und dann sollte das alles wieder hinhauen. Ja, muss erstmal wieder alle auf den Server kommen. Aber wie gesagt, es sind nicht so viele Autos, 22 heute, die hier an den Start gehen. Also gute Chancen, Punkte gut zu machen, würde ich sagen. Vor allem Mittelfeld ist es natürlich eng, wie so oft. Da gibt es am ja, sind die Punkteabstände halt ein bisschen kleiner, auch was man hier an Punkten absahen kann. Der erste, glaube ich, holt 30 Punkte plus vielleicht nochmal einen Punkt für die schnellste Runde und dann 27 und dann staffelt sich es halt ein bisschen runter und unten halt eine Sekunde Abstände. So, dann gehen wir gleich mal auf den Server, das passt schon mal, wunderbar, dann gehen wir mal wieder auf die Strecke, würde ich sagen.
So, da sind wir. Wie gesagt, ist gerade wahrscheinlich freies Training, bis hier alle gejoint sind, aber ich glaube, sind alle wieder drauf. Das heißt, wir gehen, denke ich mal, gleich in die in das Qualifying. Haben noch nicht so viele eine Zeit gesetzt. Ich denke mal, das wird jetzt kein großer Nachteil sein. Haben hier gleich alle nochmal ein bisschen Zeit, eine Runde zu drehen. Gucken, wann es hier weitergeht. Ja, was hatten wir bei den letzten drei Rennen noch auf dem Plan, wenn wir schon beim Plan wären? Am 6. Februar noch Donington Park. Siehst du, da geht's schon los. Wunderbar. Dann haben wir noch das Rennen auf Imola, das vorletzte Rennen, und das Finale dann auf Kota. Also einer der etwas neueren Strecken in ACC zumindest mal. Mal gucken. Manche mögen sie ja, manche weniger. Bin gespannt, wie da alle zurechtkommen nachher. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich sein wollten. Jetzt gebe ich auch noch die Deltas, die Session Personal Best sozusagen. Und dann, wie gesagt, gehen wir nochmal durch. Also, ich glaube, wir waren sogar bei Philipp Witzmann stehen geblieben. Ne, waren wir nicht. Moment, Hillegeist, Max Ohlinger, glaube ich, müsste. Genau, da waren wir stehen geblieben. Also, jetzt sind wir da. Die Nummer 11 war so der BMW, den wir gerade gesehen hatten. Dann haben wir Chris Toske, der hier losfährt für Monkey Town Racing. Das Team immer mit sehr, sehr vielen Autos hier am Start in der Liga. Vor allem mit den Porsche. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Meine Güte. Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, wie die Wetterbedingungen sind, aber dürfte dann fürs Rennen vielleicht interessant werden. Eine Stunde fahren wir nachher, ja? Einmal muss man in die Box fahren. Also, jetzt gucken wir mal, ob es komplett durchregt, ob es komplett trocken bleibt, ob es einen Wetterwechsel gibt. Ein Wetterwechsel wäre natürlich, sag ich mal, für den Rennverlauf relativ interessant gegebenenfalls. Vor allem, wenn das so mittendrin vorkommt, vielleicht nicht genau zur Mitte, wo wahrscheinlich eh die meisten in die Box fahren, sondern vielleicht ein bisschen, ja, früher oder vielleicht gegen Ende doch mal das Wetter wechselt. Wir werden es dann gleich wissen. Auf jeden Fall wird das Qualifying im Regen stattfinden. Sehr, sehr ungewöhnlich hier für Laguna Seca in Kalifornien gelegen. Da ist es doch eher, ja, warm und trocken, würde ich mal sagen. Sehen ja auch überall den Staub. Ja, also, moin Leon. Wir gucken mal zum nächsten. Auf die 23, ein McLaren auch am Start. Der Ben Utzer für RLE Racing Ducks. Mal sehen, hier ein bisschen im Verkehr. Die werden sich hier nach und nach, ja, auseinander friemeln ein bisschen. Sollte genügend Platz sein. Die Strecke zwar nicht so lang, aber 22 Autos, glaube ich, kriegt man hier ganz gut verteilt. Ja, mehr oder weniger. Jetzt fahren hier zu zweit in eine Runde rein, offenbar. Naja, gehen wir weiter zu CF Racing Team mit Lucas Hunter, die Nummer 33 hier im Audi. Können wir mal kurz schauen, der Lucas in der Gesamtwertung. Wo steht er denn? Der Hunter, Hunter, Hunter. Da ist noch ein Lucas. Ja, gibt ein paar Doppelungen hier von den Namen her. Oh, was muss ich denn hier suchen? Ach da, auf der 15. Im letzten Rennen 16 Punkte geholt und damit ja 6 Positionen gewonnen. Quasi vom vorletzten zum letzten Rennen in der Gesamtwertung. Ging gut nach vorne. Ich sehe gerade Alexander Gründel ein bisschen zurückgefallen. Aber der ist ja ohnehin erst 3 Rennen dabei. Der wird jetzt nicht so viel ausrichten. Ja, Pierre Meyer auch mal wieder am Start. Ich glaube, die letzten beiden Rennen nicht dabei gewesen. Der ist Dritter in der Gesamtwertung. Der hat also den Anschluss nach oben ein bisschen, ja, verloren. Von hinten rücken die näher und näher. Also heute kann er mal wieder angreifen. Gucken, dass er seine dritte Position verteidigt bekommt. Ich denke nicht unbedingt, dass er da mit der Gesamtwertung noch zu tun haben wird. Das sind grob 90 Punkte zu Platz 2. Das wird etwas schwierig, außer da vorne fahren die ein paar Rennen nicht mit. Aber wie gesagt, die Gesamtwertung schauen wir uns nachher in der Startaufstellung nochmal in Ruhe an. Wir gehen erstmal weiter durchs Feld. Die 62 haben wir dann als nächstes. Thomas Weinzettel, der ist hier auch im AMG unterwegs für gerade diese Bona Racing Club. Der Herr Weinzettel auf der 7. Position Gesamtwertung. 2 Positionen konnte er sich da verbessern. In den letzten Rennen, jetzt sehen wir hier schon die ersten Zeiten, 1,28,5 von Chris Schneider. Dann haben wir Finke auf der 2,78.000stel, nur dahinter. Stefan Krehling haben wir dann im Porsche, ein Auto, was hier ja an sich sehr, sehr gut geht. Mal gucken, wie die Piloten jetzt hier auch mit dem Regen klarkommen. Noch staut sich das hier so ein bisschen auf der Strecke. Also wir sehen es hier in dem Bereich, erster Sektor, sehr, sehr viele Autos hintereinander. Also sie sollten da so ein bisschen Platz lassen vielleicht, sonst wird es etwas schwierig, da wirklich das Potenzial rauszuholen. Aber werden die schon wissen, was sie machen. 16 Minuten haben wir noch Zeit. Strecke, ja, auf feucht, dürfte aber noch gegebenenfalls auf Regen gehen. Mal gucken. Temperaturen, ja, sehen eigentlich ganz gut aus. Wenn es trocken wäre, wären sehr, sehr gute Bedingungen für schnelle Zeiten. Auf die Strecke können wir ja gleich nochmal ein bisschen eingehen. Gehen erstmal weiter auf die 91. Das ist der nächste BMW von Schneider Racing, von Chris Schneider, der, wie gesagt, eben hier auf die 1 gefahren ist, wo er sich noch befindet. Wir müssten eigentlich noch einen Schneider dabei haben. Michael Schneider auf der 3 sogar. Ja, siehst du. Ich glaube, wir haben auch 2 Müllers, zumindest
ja, im Fahrerfeld allgemein. Ob beide dabei sind, weiß ich gar nicht. Einer sehe ich auf, oder einen sehe ich auf jeden Fall, Daniel Müller auf der 4. Anderen Müller sehe ich gerade nicht. Der scheint nicht dabei zu sein. Aber wir haben auch wieder zwei Meyers dabei. Der Peter Meyer und der Pierre Meyer. So, jetzt wird hier in die Box reingefahren. Na, sie waren noch mit Trockenreifen draus. Kann man hier ganz gut, draußen kann man hier ganz gut sehen an den gelben Aufschriften auf der Seite. Da hat man versucht mal, ja, bei den Bedingungen noch mit Trockenreifen zu fahren. Hat man aber gemerkt, wird nix. Ja, Philipp Noack, der hat sich hier Regenreifen draufgezogen. Der hat gleich gemerkt oder, ja, sich gedacht, das wird wohl nichts mit Trockenreifen. Ist also hier mit den Regenschlappen unterwegs. Der Pilot mit der 99 für GoFast Racing. Der Teamkollege vom Gesamtführenden, von Hillegeist, der hier gerade auf der 18 noch geführt ist. Aber der hat auch noch keine Zeit gesetzt. Dann gehen wir zu den dreistelligen Nummern rüber. Die 169, Daniel Müller, der hier geradezu in die Box ist. Einer, wie gesagt, von mehreren Monkey Town Porsche, die wir hier ja gut erkennen. Immer im Schwarz-Gold gehalten, hier rechts im Bild, neben den, zwischen den beiden BMWs nehmen wir noch einen. Ja, hier unterwegs, hat auch schon eine Zeit gesetzt. 5/10, also eine halbe Sekunde hinter der Pole aktuell. Mal gucken, ob die nochmal rausfahren oder ob die sich sagen, bei den Bedingungen wird es nicht schneller werden. Sein Teamkollege hier rechts sehen wir gerade die 420. Probiert es auf jeden Fall. Wir gehen weiter zu Benedikt Ahlisch, der hier mit 3/10 im Rückstand auf der 4. Position sich befindet. Und jetzt befindet er sich auf dem Weg auf die Strecke. Und wir sehen, es wird schon deutlich nasser. Das Spray, ja, wird immer mehr und mehr. So, der Ahlisch, der ist 4. in der Gesamtwertung. Also sein erstes Ziel, ja, wird mehr oder weniger Pierre Meyer sein, zwischen den beiden auch 41 Punkte. Also selbst wenn Ahlisch gewinnen würde und Pierre Meyer sich keinen Punkt holt, würde Pierre Meyer noch auf der 3 bleiben. Aber trotzdem, vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Podium in der Gesamtwertung für den Benedikt, für AKW bei Orange One Racing unterwegs. Dann haben wir Markus Pielberg, die 202, auch Monkey Town Racing, hat noch keine Zeit gesetzt. Ah, Hillegeist dreht sich hier mal ein bisschen. Gleich wieder zurückgeportet. Da war ein bisschen forsch auf dem Gas. Ja, muss auch ein bisschen rumspielen mit der TC, mit dem ABS vielleicht. Was hier ja vielleicht das Optimum ist. Dann haben wir den nächsten. Das ist der Philipp Witzmann mit der 390. Ausgang der Boxengasse. Die ja auch gar nicht so einfach ist, weil das hier sehr, sehr eng links rumgeht. Jetzt, wo wir uns gerade befinden. Da muss man auch mal vielleicht ein, zwei Mal durchfahren, das üben. Und dann geht es hier direkt auf die Strecke in Kurve. Ja, ich glaube, 3 ist das offiziell. Ich weiß gar nicht, ob der erste Linksklick auch eine Kurve ist offiziell. Die geht aber Vollgas. Dann haben wir Lukas Finke, die 420 gerade gesehen noch in der Box. Jetzt ist er unterwegs, momentan auf der 2. Position liegen. Bin mal gespannt, ob die hier bei den Bedingungen nochmal, ja, sich irgendwie verbessern können. Ich glaube, hier hat noch ein paar Piloten, die gar keine Zeit gesetzt haben. Aber wir sehen es, es ist schon auf Regen gesprungen. Also wird wahrscheinlich eher schwierig, hier nochmal richtig was rauszuholen. Außer man hat die vorige Runde total versemmelt. Aber aktuell keine auf einer, ja, gültigen bzw. Verbesserung unterwegs. Die meisten gerade auf einer Outlap. Mal gucken. Ah, Meyer, Pierre Meyer auf der 18 gerade, 0,1 Sekunde immerhin. Ja, ist die Frage, hat man sich darauf vorbereitet? Hat man hier die richtigen Drücke parat? Das ändert sich ja, ja mit Stand oder mit dem Wasserstand sozusagen auf der Strecke auch gerne mal, dass das vielleicht mal ein bisschen zu hoch oder zu niedrig wird. Apollo Motorsport haben wir heute, glaube ich, nur ein Fahrzeug vom Team. Daniela, glaube ich, nicht dabei heute. Dafür der Teamkollege André Kirch hier mit der 555. Für Apollo Motorsport, wie gesagt, im Aston Martin. Der hat auch schon eine Zeit gesetzt. Wir sind jetzt hier 3,7 Sekunden Rückstand. Ja, mal schauen. Nächste Position ist über eine Sekunde weg. Weiß nicht, ob er das hier rausfahren kann bei den Regenbedingungen hier. Also, das könnte interessant werden, weil ich glaube, vor allem die früh raus sind, haben jetzt mal eine gute Zeit setzen können. Scheinen wahrscheinlich eher sicher zu sein da auf ihren Positionen im Moment. Kann das ganze Feld ein bisschen durcheinander würfeln, denn der eine oder andere etwas schnellere hat noch keine Zeit oder eine schlechte Zeit gesetzt tatsächlich. Peter Meyer, der steht hier in der Box, der hat auch schon was aufs Tableau gebracht hier auf der 19. Position. Einer von 2, 3, 4 Autos, die gerade in der Box sind. Da hinten sehen wir noch einen Honda von der Affenbande. Aber er setzt sich jetzt auch nochmal in Bewegung. Hier der Honda mit der 580. Guck mal kurz, Peter Meyer. Ja, ein Rennen bis jetzt mit Punkten. Insgesamt aber auch erst 5 Rennen gefahren. Der ist erst Mitte der Saison hier ab Rennen 9, wenn ich es richtig sehe, eingestiegen. Also der dementsprechend ein bisschen weiter hinten platziert im Moment. So, Patrick Gonzalez fährt hier gerade durch Kurve. Oh, ich weiß gar nicht, welche das ist. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr markante Kurve, dieser schnelle Linksknick da. Dann hoch zur Corkscrew, die ja im Trockenen auch schon nicht ganz so einfach ist.
Und aber auch im Regen hier wird das nicht einfach sein. Da dreht man sich gerne mal hier links weg, wenn man nicht richtig umsetzt, das Fahrzeug. Aber hier geht es richtig schön in den Senkel runter. Ist ja auch eine relativ hügelige Strecke hier. Don Salas, die 737, Go Fast Racing, der dritte Pilot dieses Teams auf der 16 aktuell. Dann haben wir noch Linz Live mit der 892. Das ist hier der Porsche auf der jetzt achten Position für die Affenbande. Also Affenbande hier auch mindestens mal mit zwei Autos unterwegs. Wir haben eben den blauen Honda gesehen und dann jetzt hier den blauen Porsche. Linz Live, kann ich auch mal spaßeshalber gucken, huch, wo der platziert ist. Der ist auf der, wo ist er? Ach da, auf der 23. Na, hatte schon vier Rennen mit ein paar Pünktchen. 22 hat er sich insgesamt holen können. Platz 23, wie gesagt, für die Affenbande hier unterwegs. So, drei Autos fehlen uns noch. 896 unter anderem Michael Schneider, hier immer noch auf der dritten Position liegend. Wie gesagt, scheint mir da relativ sicher zu sein. Da vorne keine grünen Deltas. Hinten so Pierre Meyer immer noch fast der Einzige. Ricardo Hillegeist hat auf der 17 auch nochmal mehr oder weniger ein grünes Delta. Ja, vom Gefühl würde ich sagen, das Qualifying ist praktisch gelaufen. Jetzt kann man aber nochmal sich vielleicht an die Bedingungen gewöhnen, ein paar Reifendrücke rausfahren und so weiter. Und ja, vielleicht mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist, hier so hinterher zu fahren. Die Sicht ist ja dann nochmal eher das Problem als die Gripverhältnisse auf der Strecke, auf die kann man sich einstellen. Aber wenn du nicht siehst, was der Vordermann da macht, vor allem wenn du noch mehrere Autos vor dir hast, dann ja, wird es mal kritisch. Auch hier, wenn man sich da verbremst, dann geht es mal geradeaus. So, da haben wir noch den Kurt Hassel für Monkey Town Racing. Mit der 911, ja, entsprechend im Porsche unterwegs. Kurt Hassel auf der 14 insgesamt. Ja, manche Rennen liefen gut, manche weniger. Aber Platz 14 insgesamt eine Position gewonnen. Hat er in der Gesamtwertung letztes Rennen auch sich zwei Punkte holen können. Scheint jetzt hier, ja, weiß ich, ob er nochmal rausfährt. Mal gucken. Gucken nochmal so zu seinem Teamkollegen. Der Monkey Town Racing-Kollege hier mit der 999. Der hier leider ein bisschen wegrutscht. Da war ein bisschen schnell, da geht es in die Wand rein. Aber die Boxengasse ist nicht weit. Einmal rechts rum und dann geht es links schon wieder rein. Also verliert jetzt nicht allzu viel Zeit. Ist hier auf der 11. Position mit knapp 2 Sekunden Rückstand. Auch Boxeneinfahrt hier. Da kommt die Linie. Da darf man nicht zu schnell sein. Da fährt man ja so sehr direkt rein. Und dann kommt diese ganz, ganz enge Linkskurve. Hoffen wir, dass da heute alles gut geht. Ja, das sind also die 22 Autos, die wir heute begleiten dürfen hier auf Laguna Seca. Ich bin gespannt, wie das Wetter wird. Wir sehen jetzt im Moment, in 30 Minuten soll es wieder trocken werden. Aber ich glaube oder nehme an, dass das Rennen an einem nächsten Tag stattfindet. Also müssen wir mal gucken. Oh, moin Freezy. Moin, moin. Hab dich gar nicht gesehen, sorry. Herzlich willkommen. Ja, 8 Minuten haben wir noch. Wo gehen wir mal drauf? Ah ne, der fährt in die Box rein. Gucken wir mal, ob Thomas Weinzettel vielleicht nochmal eine Runde ranhängt. Dann können wir uns die Strecke mal so ein bisschen anschauen. Tut er nicht. Okay. So, hier wird mal ein kleiner Zweikampf geübt. Da der Aston Martin. Aber gucken, ob Witzmann jetzt vielleicht nochmal eine Runde fährt. Also, enge Linkskurve hier. Das ist die letzte Kurve. Aston fährt auch rein. Und dann hier, ja, gut raus beschleunigen. Dann geht es hier auf die Gerade. Müsste, ja, so ziemlich die längste Gerade sein, die wir hier auf der Strecke haben. Links den Berg hoch, hier kann man relativ gut cutten. Hier lässt er das eigentlich eher aus. Da ist nämlich die Boxenausfahrt, muss man ein bisschen aufpassen. Dann den Berg runter, eine Anbremszone für Kurve. Ich glaube, offiziell sind zwei Kurven, aber man fährt sie quasi wie eine hier. Auch da eng rum, gut rausbeschleunigen. Sofort hier auf die Außenseite schön Schwung holen. Und überall, da sehen wir es, diese roten Wurstcurbs. Da muss man rankommen, vorbeifahren, nicht drauffahren. Das ist nicht so schön. Auch hier sehen wir links ein. Das ist die Kunst hier auf der Strecke, wirklich sehr, sehr präzise zu fahren. Das muss natürlich immer. Aber hier haben wir fast überall diese Wurstcurbs. Und um eine gute Zeit zu setzen, musst du da wirklich haarscharf dran vorbeigehen. Hier geht es dann links rum, den Berg hoch relativ. Früher Apex macht so, ja, auf, zu, weiß ich nicht genau. Da kommt man gerne mal zu weit raus, je nachdem, wie man den Eingang der Kurve hinbekommt. Hier den Berg hoch, kurz anbremsen vielleicht. Links rum, da geht es in so eine Senke. Und dann, ja, sehen wir hier gerne mal Abflüge. Zum Teil geht es zu zweit dadurch. Das ist dann für sehr, sehr Mutige. Dann geht es zur Corkscrew, die wir eben schon gesehen haben. Ein bisschen links, ein bisschen rechts, möglichst gerade anbremsen, nicht zu spät. Und dann, ja, hier früh genug umsetzen, sich hier reinfallen lassen, aus Gas gehen. Dann hier vielleicht ein bisschen rechts rüber. Und dann, ja, braucht man hier Aerodynamik, um hier links den Berg hinunter zu gehen. Kleiner Drift hier.
Und haben wir schon fast geschafft. Nochmal eine schöne Rechtskurve, die ein bisschen nach innen geneigt ist. Kann man eigentlich sehr gut Geschwindigkeit mit durchnehmen. Und dann nochmal eine letzte harte Anbremszone. Die langsamste Stelle der Strecke, würde ich mal fast behaupten. Da sind wir wieder bei der letzten Kurve. Und dann auf der Startzielgeraden das Ganze. Ja, im Trockenen knapp so 1,22, 23er Zeiten um den Dreh rum. Hier im Trockenen entsprechend ein bisschen langsamer. 1,28, 2 sehen wir vorne. Ja, aber Leon sagt's, wie wir alle vermuten. Wir sehen es auch links hier, kaum grüne Deltas. Spielberg, der hat aber auch noch keine wirklich gute Zeit da gesetzt. Da steckt da auch wahrscheinlich im Regen noch einiges drin. Können wir ja mal kurz raufgehen. Da ist er, der Porsche. Qualifying soweit durch. Also 5 Minuten sind hier noch zu gehen. Das werden jetzt eher so Praxisrunden sein für die Piloten. Ja, wie gesagt, das wird die Startaufstellung ein bisschen durcheinander gewürfelt haben, möchte ich mal behaupten. Wenn ich mal gucke, hier Pierre Meyer auf der 17 nur, Philipp Nurk auf der 16, Ricardo Hillegeist nur auf der 15. Also die starten da doch relativ weit hinten, die doch eher vorne mit von der Partie sind, locker mal in den Top 10. Also vielleicht, ja, kann hier der eine oder andere heute mal ein paar mehr Punkte mitnehmen, als vielleicht normalerweise, vor allem weil wir auch nicht so viele Autos sind, 21 im Moment auch nur. Ich glaube, in der Liga an sich sind es gleich 35, 36 irgendwas den Dreh rum. Aber heute gab es relativ viele Absagen. Ja, weiß nicht, ob die alle was Besseres vorhaben oder spontan doch keine Zeit oder keine Lust auf die Strecke. Ich behaupte mal, dass das jetzt nicht einer der allerbeliebtesten Strecken ist. Auch so eine Strecke, die man ja mögen muss, sage ich mal. Ich finde sie ganz cool. Aber ja, kann sehr frustrierend sein. Wie gesagt, die Wurstköpfe da an den Apex, die können einem ja die Laune mal ganz schnell vermiesen. Aber auch so einfach mal hier in den Dreck reinkommen am Exit. Da rutscht einem gerne das Heck weg. Kurve, welche ist das? 4, glaube ich. Also die zweite Rechtskurve quasi, Anfang zweiten Sektor. Wenn man da zu weit rauskommt, dann rutscht einem links mal gerne der Reifen weg und dann geht's rechts in die Wand rein. Das geht ganz, ganz fix. Das ist gar nicht so einfach abzufangen. Auch hier haben wir vorhin Dreher gesehen, wenn man hier zu weit rauskommt. Also wird eine interessante Sache werden, denke ich. Hoffe ich zumindest mal. 3 Minuten 40 noch. Chris Schneider, ja, auf jeden Fall noch unterwegs, aber Verbesserung, wie gesagt, wird es kaum geben. Pierre Meyer noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer hier mit der 35. Da ist er, der Audi-Pilot. Genau, nächste Kurve meinte ich, da am Exit nicht so weit rauskommen. Na, vielleicht findet er noch was. Spielberg direkt davor mit der 2,5 Zehntel nochmal Vorsprung. Exakt 3 Sekunden hinter der Pole. Und mal gucken, ja, ein paar Autos sind doch unterwegs, aber die meisten, die warten jetzt auch noch in der Boxengasse, dass das hier gleich losgeht. Und dann, ja, haben wir gleich die Startausstellung, durch die wir dann natürlich auch nochmal gehen, gucken uns dann parallel nochmal die Gesamtwertung an. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen gucken, wer da jetzt was gut machen kann. Wie gesagt, Hillegeist auf jeden Fall kann da seine Gesamtführung ausbauen. Pierre Meyer wird heute daran interessiert sein, irgendwie seinen dritten Platz zu festigen. Er hat noch sehr viel Puffer nach hinten. Aber momentan, ja, doch eher weiter hinten platziert hier durch die Wetterbedingungen, würde ich mal behaupten. Diese Runde leider auch ungültig. Wir gehen dann mal zu Hillegeist rüber. Der hat nämlich noch, ja, eben zumindest 2 Zehntel gehabt. Da gab es ein bisschen Verkehr da mit dem Honda. Da hat er wahrscheinlich wieder ein bisschen was verloren. Aber egal, eine Runde sollte er eigentlich noch schaffen, 2,5 Minuten noch. Also wenn er dann über die Linie kommt, hat er auf jeden Fall noch Zeit, nochmal eine Runde ranzuhängen. Und dann, ja, geht es vielleicht nochmal einen Tick nach vorne. Ein paar Zehntel fehlen da aber auch schon. Ja, dementsprechend hier die Abstände relativ groß. Ja, und die früh rausgefahren sind, hatten noch die besten Bedingungen. Sind dementsprechend weiter vorne. Gucken, Lukas Finke, der 2, wo war der in der Gesamtwertung? Der Lukas Finke auf der 27 nur. Der ist erst seit 3 Rennen dabei, heute sein 4. Letztes Rennen ist er leider nicht ins Ziel gekommen. Das Rennen davor ist er nicht gefahren. Und davor hat er sich 12 Punkte geholt, also daher nur auf der 27, aber hat hier gute Chancen, heute mal richtig was rauszuholen. Und wie gesagt, da eher hinten im Feld, in der Gesamtwertung, da sind die Abstände wirklich so 1-2 Punkte vielleicht mal. Also da könnte er vielleicht einen riesen Sprung heute machen. Schauen wir mal. Aber das Schöne ist, wenn man schnelle Leute weiter hinten hat, dass die dann im Rennen für gewöhnlich ein bisschen aufholen und das uns ein bisschen Action bringt. Bin gespannt, ob das hier alles funktioniert. Mit den Überholungen, Überrundungen vielleicht, mal gucken, ob es hier Überrundungen gibt. Strecke ja nicht allzu lang hier. So, Benutzer gerade mit einer gelben Flagge unterwegs gewesen. Aber schon wieder auf dem Bein, hätte ich fast gesagt. Auf den Reifen. So, Weinzettel übt auch nochmal hier. Kurve 1.
Auch da vertut man sich ganz gerne mal. So ein Doppel-Apex fährt man da quasi. Und dann schön gerade raus beschleunigen. Vielleicht ein bisschen Short-Shiften, je nachdem. Ein bisschen Traktion hier auf die Strecke zu bekommen. So, Qualifying gleich beendet. Das, wie gesagt, heute nicht sonderlich spannend war. Aber zumindest haben alle eine Zeit gesetzt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sehr erfreulich. So, dann haben wir noch Gründel. Dann haben wir auch noch nicht so viel gesehen. Der ist hier auch noch ein bisschen am Start. Ja, die ersten 15 Autos bekommen Punkte. Plus nochmal eine schnellste Runde, ein Punkt. Wie gesagt, der erste bekommt 30 für die Platzierung. Und dann der 15. bekommt einen Punkt. Also heute wieder sehr, sehr gute Chancen, überhaupt mal in die Punkte zu fahren. Ein bisschen mehr als eine Handvoll an Autos wird heute leer ausgehen. Und ja, gab glaube ich noch kein Rennen, wo nicht nochmal einer ausgefallen ist. Also zu Ende fahren lohnt sich eigentlich immer, wenn der eine oder andere doch nicht zu Ende fährt von anderen Kollegen. Kann man vielleicht doch nochmal in die Punkte reinrutschen. Ja, er rutscht hier auch ein bisschen raus. Auch ungültig die Runde. Aber wird ihm egal sein. Da ging eh nichts mehr. Platz 11 wird es wohl werden. Hier für die höchste Startnummer, die 999. Wird jetzt wahrscheinlich in die Box reinfahren. Ben Utzer, der ist hier auch schon in den letzten Zügen. Willegeist reingefahren. Genau. Und dann, ja, fehlen uns noch. Ja, glaub nur noch er, dass er reinfährt. Alle anderen, glaube ich, auch noch ungültigen unterwegs. Genau, hier sind wir jetzt durch mit dem Qualifying. Ja, jetzt seht ihr da rechts im Chat. Ein paar Strafen wurden offenbar auch schon verteilt. Kann ich gleich beim Start mal schauen. 5 Sekunden gibt es hier auf jeden Fall für den einen oder anderen. Und wir sehen schon, es bleibt wohl trocken. Ah, okay, das wird interessant. Wie gesagt, ein paar schnelle Fahrer sind weiter hinten platziert. Also, das wird zumindest mal die erste Zeit ordentlich interessant werden. Einige Angriffe werden wir auf jeden Fall mal sehen. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir noch die Boxenstopps natürlich. Und dann, ja, behalte ich das Bild mal und wir schauen uns mal die Gesamtwertung an, die ich hier mal einblende. Also 13 Rennen haben wir. Ricardo Hillegeist, der heute von der 15 startet mit 296 Punkten. Zwei Streicher gibt es ja, die sind auch schon rausgerechnet. Also das sind hier die Punkte der besten 11 Ergebnisse. Nick Husfeld, der hatte eh so ein paar Rennen, wo er nicht mitgefahren ist. Der hat an sich gar keine Punkte verloren. Hillegeist hat, glaube ich, lass mich lügen, einmal 20 Punkte Abzug bekommen durch den Streicher. Ein DNF und ein 20-Punkte-Rennen wurde ihm gestrichen, ja. Deswegen ist ein Tick zusammengerückt, letztes Rennen. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, ein paar Punkte Abstand und Husfeld auf der 2 in der Gesamtwertung heute nicht dabei. Also Ricardo Hillegeist hat gute Chancen, hier einiges gut zu machen. Pierre Meyer da relativ einsam auf der 3, heute wieder dabei, auf der 18 aber auch nur. Also gerade auch hier außerhalb der Punkte in der Startaufstellung. Muss mal gucken, hier Alisch, der ist auch dabei, ist da auf jeden Fall, ja, interessiert nochmal aufs Podium zu kommen. Chris Kaiser seit mehreren Rennen nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. 27 Punkte, ist das falsch? Habe ich vielleicht falsch übertragen? Ich hoffe nicht. was haben wir noch? Philipp Witzmann dabei, Weinzettel dabei, Schneider dabei, Philipp Noack dabei, Schneider, Müller. Ja, die sind alle dabei, sonst hier in den vorderen Plätzen. Mit 60... Warte, wer bist du denn? Irgendwas mit 60? Ich habe das nur übertragen aus der Tabelle. Der Gründel, ja. Der steht hier auf der Seite in der Tabelle mit 27 Punkten. Aber hast recht, das stimmt gar nicht. Da ist was für ein Fehler in der Excel, ja. 27, 22 und 18 Punkte hast du. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, siehste, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Also stimmt die Tabelle nicht so ganz. Ich hoffe, vorne stimmt's. Das müsste man nochmal eruieren hier. Ja, aber so grob sieht's aus auf jeden Fall mal. Also können wir nicht ganz vertrauen der Tabelle anscheinend. Aber da vorne sollte es hoffentlich halbwegs hinhauen. Ja, müssen wir nochmal gucken. Ja, schreiben kann ich auch nicht, siehste. Ich sollte am besten nur vorne abkürzen. Na, machen wir das mal schnell weg. Gehen wir jetzt auf die Startausstellung. Hups, falsche Kamera. Und gucken mal jetzt, wer wo startet. Hier Chris Schneider also auf der 1 für Schneider Racing mit dem 91er BMW. Auf der 2 haben wir den ersten Monkey Town Racing Porsche mit Lukas Finke. Auf der 3 haben wir dann einen Honda. Also ganz guter Mix da vorne, zumindest mal auf den ersten Positionen. Heute haben wir ja vor allem BMW, Porsche, Audi dabei, Honda dabei, Aston Martin einer, ein McLaren und dann, ja, war es das schon.
Aber das wurde ja am Anfang der Saison alles ausgesucht. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt mit der Strecke zu tun. Auf der 4 haben wir Benedikt Ahlisch, der hier unterwegs ist im BMW für AKW. Auf der 5. Position Daniel Müller, der mit dem 169er Porsche startet, also 2-3 Positionen hinter seinem Teamkollegen. Der nächste Porsche von Mosquito Motorsport startet von der 6. Position, also auch noch dritte Startreihe. In der 4. Startreihe haben wir dann auch noch einen AMG, den ich gerade übersehen habe. Der Thomas Weinzettel natürlich für Ratisbona Racing Club. Auf der Innenseite gleich vielleicht gar nicht so verkehrt. Rechts neben sich hat er dann den Porsche von der Affenbande Linz Live mit der 892. Philipp Witzmann im BMW für AKW, also hier auch relativ, ja, ein paar Plätze hinter seinem Teamkollegen. Er startet von der 9. In den Top 10 haben wir nochmal einen Porsche, der gefahren wird von Kurt Hassel für Monkey Town Racing mit der 911. Dann haben wir den Alexander Gründel, der eigentlich deutlich weiter vorne in der Gesamtwertung steht. Hier steht er jetzt auf jeden Fall mal auf der 11, da können wir uns sicher sein. Ebenfalls Monkey Town Porsche. Lukas Hunter im Audi, der bestplatzierte Audi heute in der Startausstellung auf Position Nummer 12. Max Ohlinger im BMW mit der 11 für Mosquito Motorsport, startet von der 13, also mittendrin hier im Getümmel gleich. Benutzer haben wir den einzigen McLaren heute, die 23 für RLE Racing Ducks, hat sich Position 14 und damit, ja, die Außenbahn gleich geschnappt. Dann haben wir den ersten der Gesamtwertung mit der Nummer 1 entsprechend, GoFast Racing Pilot, Ricardo Hillegeist. War gerade verwirrt, weil daneben ja noch sein Kollege steht, Philipp Noack, wollte ich da schon sagen. Der hat es aber hier auf die 16 geschafft. Also die beiden weißen BMWs hier mal nebeneinander. Bin mal gespannt, ja, ob die beide zusammen ein bisschen nach vorne kommen. Beide auf jeden Fall, ja, auch in meinen Top 10 mindestens mal unterwegs, wenn nicht sogar noch weiter vorne. Markus Spielberg, da haben wir noch einen Porsche von Monkey Town mit der 202. Der Markus Spielberg startet von der 17 in der vorletzten Startreihe. Dann haben wir den Pierre Meyer, der dritte der Gesamtwertung mit der 35. Das ist der zweite von drei Audis. Einer ist noch dahinter, sehen wir. Er startet von der 18. André Kirch für Apollo Motorsport mit der 555 hat sich Position 19 geschafft. Seine Teamkollegin hatte sich ja auch schon mal Punkte geholt. Ich weiß gar nicht, hat der André sich auch schon mal Punkte holen können? Wo ist er denn? Nee, noch leider nicht. Auch noch punktelos. Also vielleicht heute mal die Chance endlich. Ein paar Positionen muss er dafür allerdings gewinnen. Chris Hoske haben wir dann im Audi für Monkey Town Racing. Also der fährt kein Porsche, der fährt Audi mit der Nummer 13. Startet von der 20. Und ganz hinten haben wir Peter Meyer für Meyer unterwegs mit der 580. Einer von zwei Hondas, der Markenkollege auf der dritten Position. Ja, ganz am anderen Ende des Feldes sozusagen. Kann sich das gleich hier von hinten anschauen. Vielleicht kann er ja irgendwie profitieren, da, wenn es mal ein bisschen eng da vorne wird, da irgendwo durchschlüpfen. Wir werden es gleich, ja, wissen. Eine Minute haben wir noch bis zum Start. Strecke auf Grün allerdings nur. Also, das wird erstmal eine rutschige Angelegenheit. Denke aber mal, dass wir irgendwann Laufwertsgrenz auf schnell auf jeden Fall und dann auf optimal gehen werden. Also die Gripverhältnisse werden sich ein bisschen ändern, vielleicht dann auch die Drücke. Muss man mal gucken, ob man das anpassen muss. Ansonsten die Temperaturen sehr, sehr human, würde ich sagen. 21 Grad Luft, 22 Grad Strecke. Da kann sich also keiner beschweren, dass hier einem die Reifen wegbrennen. Also, wer kann sich hier gut auf die Bedingungen gleich einstellen? 30 Sekunden noch. Wir haben hier, wie gesagt, vormittags, 9 Uhr morgens ist dann hier gleich die Einführungsrunde. 9 Uhr 8 dann gleich wahrscheinlich. Und dann geht's ins Rennen für 60 Minuten plus ein Boxenstopp. Boxenstoppfenster haben wir allerdings nicht. Also da kann man reinkommen, wann man möchte oder wann man vielleicht auch muss, wenn es vorne oder am Anfang ein bisschen krachen sollte, was ich nicht hoffe. Aber wenn einer mal einen Wurstköpf zu viel mitnimmt, dann, ja, reißt das gerne mal einen anderen mit ins Verderben sozusagen. Zumindest in den ersten Runden, wo es noch sehr, sehr eng ist. So, dann wird der Chris Schneider jetzt hier die Einführungsrunde einläuten. Müsste sich jetzt langsam in Bewegung setzen, der BMW. Da fährt er los und alle anderen werden ihm nach und nach folgen hier. Da kann man nochmal ein bisschen seine Reifen aufwärmen. Ja, zickzack fahren oder vielleicht die Bremse ein bisschen schleifen lassen. Und dann, ja, fällt der Druck nicht allzu sehr ab. Aber klar, die ersten Runden wird es dann allein mit dem Druck und der Grünstrecke sehr, sehr rutschig werden. Hoffen wir, dass da keine erste Kurve irgendwo hinrutscht. Auslaufzone haben wir jetzt wenig. Hier rechts ein bisschen Asphalt. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr viel, ja, Sand ist das, glaube ich, würde ich mal sagen. Der auch sehr, sehr holperig sein kann. Da dreht sich das Auto mal weg, wenn du da, ja, drauf bist und da vielleicht mal rausbeschleunigst oder irgendwie
versuchst da zu korrigieren mit deinem Lenkrad, das Auto wird unruhig und dann, ja, drehst dich weg. Kannst nur hoffen, dass da keiner reinrauscht, alle hinten aufpassen. Bin ich auch, ja, guter Dinge. Ich drück die Daumen, dass hier alles funktioniert. So, gehen wir auf die Helicam hier drauf, damit wir gleich alles im Blick haben. Ich denke, bei 21 Fahrzeugen sollten wir eigentlich einen ganz, ganz guten Überblick haben, was so passiert. Nicht allzu viel verpassen, aber ich hoffe, dass wir 60 Minuten schön viel Action bekommen. Wie gesagt, also ich erwarte die ersten Minuten auf jeden Fall, oder ersten Stints, sage ich mal, die erste halbe Stunde, dass wir einige von hinten aufholen werden, ein bisschen aufräumen werden sozusagen. Bin gespannt, ob das auch funktioniert, ob es da nicht Missverständnisse gibt. Aber da hinten gibt es einige Fahrzeuge, die schnell unterwegs sind und ja, noch gut Punkte gut machen wollen. Ich weiß nicht, ob der Husfeld vielleicht zuguckt, aber den wird das momentan freuen, dass der Ricardo Hillegeist nur auf der 15 gerade verharrt. Also da muss er sich wirklich den Weg nach vorne bahnen, um dann die erste Position der Gesamtwertung zu verteidigen bzw. auszubauen. So, jetzt sind wir in der Corkscrew, das gibt mir noch die Gelegenheit, kurz was zu trinken. Und dann ja, geht's hier gleich los, würde ich mal sagen. Sorry, ja, da war ich gemutet. ich habe nur erzählt, dass Lukas Vicky auf der rechten Seite ist und hier vielleicht mit der Porsche-Station gleich angreifen kann, aber Chris Schneider kommt da schon sehr gut weg, hat natürlich die Innenseite. Michael Schneider, der Honda, wird auf der Innenseite natürlich auch bleiben, gucken, dass er hier am Porsche vorbeigeht. Was wahrscheinlich passieren wird, ja, kann sich hier durchsetzen, Schneider bleibt vorne, vor Schneider. Lukas Finke muss jetzt auch noch gucken, ob er hier Alisch hinter sich halten kann, kann er nicht, also Alisch auch nochmal mit einem Positionsgewinn. Hör mal kurz hinten durch, da scheint aber alles soweit gut gegangen zu sein. Nächsten Kurven jetzt, da wird Stoßstange gefahren. Keiner nimmt da den Wurstkorb mit, keiner kommt so weit raus. Also das sieht doch erstmal sehr, sehr gut aus. Keine großen Unfälle. Also Chris Schneider vorne geblieben, dann Michael Schneider haben wir auf der 2 eine gewonnen, Alisch eine gewonnen und Finke dementsprechend 2 verloren. So, dann haben wir Daniel Müller hier auf der 5, der ist da geblieben, wo er war. Auch der Kreling, der Gründel mit 4 Positionsgewinn, der hatte mal einen richtig guten Start offenbar. Also, gleich mal 2 Startreihen konnte er hier hinter sich halten. Dahinter geht schon mal einer ein bisschen weit. Lens Live ist das hier, der offenbar ja, vielleicht rausgerutscht ist. Weiß nicht, ob er da vielleicht eine Berührung hatte. Können wir mal 20 Sekunden zurückgehen. Hier geht es nämlich gerade hoch. Ah, davor war man auch schon ein bisschen rausgekommen. Die 390 war das, glaube ich, Witzmann. Schauen wir mal, hat sich hier wahrscheinlich Ala den Körb mitgenommen auf der Innenseite. Und das katapultiert einen hier gerne mal raus. Ich glaube, der ist ganz froh, dass hier das Auto nicht verloren hat. Aber muss sich jetzt hier irgendwie einfädeln. Aber mehr oder weniger, nee, nicht mehr oder weniger, sondern alle sind vorbeigegangen. Jetzt hier mit 13 Positionsverlusten auf der 21 und damit der letzten Position. So, Hillegeist und Noah kamen wir hintereinander. Beide hier schon mit 4 Positionen, die sie nach vorne gekommen sind. Müssten, glaube ich, auch von den Slives Ausritt da profitiert haben, aber beide GoFast Racing Piloten im BMW sind hier schon mal ein gutes Stück nach vorne gekommen. Dahinter haben wir Kurt Hassel, wie lief es da so? Da ging es darum, dafür wieder 3 Positionen zurück. Also das lief nicht optimal, Ohlinger mit 1 Positionsverlust. Aber große Unfälle erstmal ausgeblieben, sehr, sehr schön. Und wir gehen mal hier aufs Podium drauf. Benedikt Alisch, der muss sich jetzt hier verteidigen. Wir schauen mal nach hinten raus. Oh, da verliert jetzt Müller die Position. Hat er da... Weiß nicht, war ein bisschen weit draußen vielleicht. Wir schauen mal kurz nach, ob er hier vielleicht so weit draußen war. Mal gucken, nächste Kurve war das nämlich. Piebeck jetzt an Ohlinger auch vorbeigegangen auf der 14-15. Na, muss da ein bisschen BMW ausweichen. Da ging es raus und da ja, lässt man lieber ein bisschen rollen, damit man da das Auto nicht verliert. Nee, aber hat gar keine Position verloren, oder? Ich bin gerade verwirrt. Doch, müsste eigentlich. Anzeige kann man nicht immer trauen. Und Noah geht ja aber gerade aus. Das
ist auf jeden Fall richtig. Hier in der Corkscrew kann das Auto aber wieder fangen und wieder ins Rennen zurückbringen. Allerdings kostet das Ganze hier 3 Positionen mal locker. Ohling auf der Innenseite, der rote BMW kommt da doch nicht vorbei. Nee, Noack bleibt hier auf der 13 jetzt, aber Kurt Hassel ist vorbeigegangen. Der hat sich die Position schnappen können. Noack gegen Ohlinger. Ohlinger hat im Hintergrund oder hinter sich noch Pierre Meyer mit Pielberg im Zweikampf im Rückspiegel. Aber da kommt Meyer auch noch nicht vorbei. So, gehen wir wieder nach vorne. Gründel hat sich gerade Müller geschnappt. Hier Eingang Kurve 1. Auf der Innenseite vorbeigebremst. Die beiden Teamkollegen hier. Alexander Gründel jetzt auch mit der schnellsten Runde im Moment. 1:24.8. Da wird noch ein bisschen was gehen im Laufe des Rennens, wenn die Strecke ein bisschen mehr Grip bekommt. Aktuell noch so ein bisschen rutschig. Also die Zeiten noch nicht ganz da, wo man das vielleicht erwarten würde. Gehen wir mal nach hinten. Hier André Kirch, eine Position gewonnen. Aber zumindest keiner, der irgendwie mal eingeschlagen ist oder ähnliches. Kaum sage ich das. Lukas Santa verliert gerade eine Position gegen Finke. Aber war kein Einschlag. Nee. Aber keiner, der einen Einschlag hatte und hier in die Box muss. Können also hier ins Rennen reinstarten und dann wahrscheinlich zur Mitte des Rennens reinkommen. Oder kann es sein, dass ACC TV an der Stelle hier einen Bug hat? Nee, hat keinen Bug. Der Audi war da zu weit draußen. Der Lukas Santa hat da ein bisschen Geschwindigkeit verloren und da ist dann Finke vorbeigezogen. So, Hillegeist an Hunter vorbei. Also Hunter hier gleich nochmal mit einem Positionsverlust. Hillegeist jetzt schon 5 Positionen gewonnen. Top 10. Auf jeden Fall mal locker jetzt in den Punkten. Sein Teamkollege, der ist hier auf der 13 noch ein Stück weiter hinten. Pielberg an Ohlinger jetzt vorbei. Na, Ohlinger hat jetzt 2 Positionen verloren. Dafür Pielberg 3 gewonnen. Also wir sehen, da haben schon einige sich nach vorne arbeiten können, die ersten 2 Runden. Ein paar haben dadurch natürlich verloren, logischerweise. Michael Schneider mit der schnellsten Runde. Lukas Finke hat aber gleich hinterhergelegt. Das ist der Porsche hier mit einer 1:23.957. Also da kommen wir der Sache schon einiges näher. So, Hassel gegen Noack. Wieso überholen die immer da, wo ich gerade nicht hinschaue? Soll das? Gucken mal hier. Da ist Noack auch noch hinter Hassel, glaube ich. Ja, okay, da war es ein Anzeigefehler auf der Chassis-Geraden. Da gab es keinen Positionstausch. So, jetzt müssen wir gleich nach vorne gehen, wenn das Replay gleich vorbei ist. 7 Sekunden noch. Hier hat Noack auch nicht reingehalten. Mit dem Porsche kannst du ja schön spät bremsen hier. So, jetzt sind wir wieder im Leichtbild und gucken mal nach vorne, gucken mal hinten raus, denn es sieht sehr, sehr spannend aus, während Pierre Meyer mit einer gelben Flagge unterwegs ist. Also da gucken wir ganz kurz rein. Peter Meyer, sorry. P. Meyer, also Peter Meyer ist das hier. Mal gucken, was da los war. Wahrscheinlich auch das Auto irgendwie verloren. Oh, da ist er halb abgehoben. Da hat er den Körb mitgenommen. Kann das Auto hier aber auch abfangen tatsächlich, wollte ich sagen. Und dann geht es da auch in die Wand rein. Ich sag ja, das ist ganz, ganz tückisch da. Denkst du, da hast du das Auto und dann zack, dreht sich's doch nochmal weg. So, Kurt Hassel hier auch gerade mit leichten Problemen. Verliert 2 Positionen. Nach der Corkscrew ist das hier die Linkskurve. Da gehen nochmal 2 Autos vorbei. Ohlinger und Hassel. Aber vorne, da passiert eventuell auch so ein bisschen was. Wir gucken mal, Schneider vorne. Alisch an Schneider vorbeigegangen. Also, jetzt haben wir BMW auf der 2 und den Honda, den blauen, auf der 3. Kreling laut Anzeige vorbei an Gründel. Aber weiß ich gar nicht. Da gab es auf jeden Fall eine kleine Kollision. Wenn wir schon mal Gründel jetzt hier angreifen kann. Innenseite von hinten kommt noch sein Teamkollege ran. Ah, Innenseite. Jetzt hat er aber erstmal wieder die Außenposition. Kommen nämlich 2 Rechtskurven. Und hier zu zweit durch. Das kostet super viel Zeit. Das ist doch relativ eng. Daher bleibt die Porsche-Fraktion hier auch, ja, im Entenmarsch, sage ich mal. Hintereinander geht's hier durch. Mal gucken, ob man den Vordermann vielleicht in einen Fehler reindrängen kann. Oben Corkscrew vielleicht zum Beispiel. Das geht da eigentlich sehr, sehr gut. Ja, vorne die Plätze noch sehr dicht zusammen. Hillegeist, Hunter 10, 11 haben wir eine größere Lücke. Und Müller, was ist mal Müller passiert? Warum ist der denn da rechts weggerutscht? Gucken wir mal von oben, sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Ja, auch da das Kies oder der Sand und da geht es auch noch in die Wand rein. Also der erste etwas heftigere Einschlag nach Peter Meyer, der aber noch nicht zumindest in der Box war. Aber Daniel Müller jetzt auf der 11 unterwegs und dürfte ein bisschen Schaden davongetragen haben. Hat sich da aus den vorderen Positionen erstmal, ja, verabschiedet. So schnell kann es gehen. Also wie immer, aber auf manchen Strecken zählt es noch mehr. Das muss man hier wirklich ohne Fehler fahren. Dann geht es ein bisschen nach vorne. Bisschen wie auf mal ein Panorama zum Beispiel. Wenn du da fehlerfrei durchfährst, hast du meistens auch schon wieder ein paar Positionen gewonnen. So, Schneider jetzt hier an Alisch wieder dran, will seine Position zurückhaben. Zumindest die er vorhin mal gewonnen hatte. Hillegeist ist bei 23.7 die schnellste Runde auf der 9. Position. Schneider probiert es hier außen rum. Das wird natürlich eher nichts. Musst auch aufpassen, die Innenseite nicht allzu sehr aufzulassen. Dahinter, ja, kommen hier die ganzen nächsten Porsche schon an. Aber bleibt hier erstmal auf der 3. Gehen wir hier zum
Philipp Noack. Vier Positionen weiterhin gewonnen. Sehr, sehr guter Start gehabt. Dann steckt er aber gerade hier so ein bisschen auf der 12. Position ungefähr fest. Sein Teamkollege so 2-3 Autos vor ihm. Auf der 9. der Hillegeist, wie gesagt, mit der schnellsten Runde. So, ich glaube, hier war auch irgendwas gerade. Ich weiß nicht, ob Kilians Hoske vorbei ist. Auf jeden Fall fährt er gerade vor ihm. Linz Live haben wir auf der 18 mit 10 Positionsverlusten leider. Also der Start lief gerade nicht so gut und Peter Meyer bleibt aber draußen. Also Schaden scheint doch nicht allzu groß zu sein. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass er trotzdem ein Tickchen früher reinkommt als vielleicht gedacht. Vielleicht kommt er dann zur Minute, wenn noch 35 Minuten offen sind oder so rein. Philipp Noack, jetzt die 5. Position, die er gewinnt, kann vielleicht vor der Corkscrew, bremst er sich daneben. Geht an Müller vorbei und Pielberg zieht auch hinterher und da gibt es den Kontakt womöglich mit dem BMW von Olinger. Genau, die waren da side by side gerade. Olinger vor Daniel Müller, der jetzt hier auf der 14 nur noch ist. Da ging es jetzt ordentlich nach hinten, die letzten 1-2 Runden. Ja, Daniel Müller geht auch rein. Sehr, sehr früh hier Boxengasse nicht verpassen, beziehungsweise ein Pitlimiter reinpacken. Wir gehen wieder nach vorne, wo es tatsächlich doch relativ spannend ist im Moment. Auch die ersten beiden sehen wir da oben. Also Platz 1-2 im Kampf und dann haben wir hier 3-4-5 im Dreikampf. Sieht sehr, sehr gut aus. Lukas Hunter auf der 10. Position. Ja, der hat da gerade nicht so viel zu tun. 3 Sekunden nach vorne, 3 Sekunden nach hinten. Dann gehen wir mal hier aufs Duell vorne. Die beiden BMWs. So, Strecke immer noch auf grün. Wird ein Tick wärmer. Klar, wir gehen natürlich so zum Mittag hin. Mehr oder weniger. Also wird immer ein bisschen wärmer werden. Nach Regen sieht es nicht aus. Könnte also ein Trockenrennen tatsächlich bleiben heute. Mal sehen, wie die Streckenverhältnisse sich so verändern. Schneider hat hier erstmal alles, ja, mehr oder weniger im Griff, sage ich mal. Macht bis jetzt keine großen Fehler. Wir gehen mal auf Gründel drauf kurz. Der ist hier hinten direkt dran an Kreling. Mal sehen, ob er ihn sich noch schnappen kann. 6 Positionen gewonnen. Wir gucken uns die Position Deltas mal an und dürfte wahrscheinlich zu den großen Gewinnern zählen hier. Ja, neben Hillegeist auf der 9, der hat nämlich auch 6 gewonnen, hat er hier die meisten Positionen sicher arbeiten können oder profitieren können, je nachdem. Großer Verlierer Lukas Finke auf der 8 von der 2 gestartet. Litz Live und ja, Daniel Müller haben wir gesehen. Der ist in der Box gewesen gerade, kommt jetzt, glaube ich, hier gerade raus. Damit erstmal auf der letzten Position natürlich unterwegs. Mit einer Runde Rückstand, wie wir sehen, wird gerade hier überrundet. Aber das wird sich nachher natürlich wieder alles in die richtige Reihenfolge rücken. Hat seinen Boxenstopp also absolviert als erstes. Fahren wir ein bisschen Porsche mit hier. Gucken mal, ob sie am Honda vorbeigeht oder ob die beiden BMWs sich da ein bisschen behaken gleich. Auch immer eine spannende Stelle, vor allem wenn du ganz dicht hinterher fährst, siehst du hier vielleicht nicht allzu viel. Hier muss man auch den Apex ordentlich treffen, hier kann man ordentlich Körper am Exit mitnehmen. Und dann hat man eine schöne Geschwindigkeit hoch zur Corkscrew. Und dann darf man sie nicht verschätzen und hier drauf donnern. Sehr, sehr spät auf der Bremse alle, passt aber alles, positionieren sich hier direkt hinter dem Vordermann. Also keine großen Karambolagen aktuell. 1-2 Auftritte haben wir gesehen von den einem oder anderen Piloten, aber die Unfälle halten sich doch tatsächlich in Grenzen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Daniel Müller natürlich jetzt, Peter Meyer müsste das sein, der sehr einsam unterwegs ist. Auf der Karte sehen wir das. Der ist nämlich da, sehr, sehr alleine vor ihm, hinter ihm. Erstmal keiner. Daniel Müller müsste hier mitten im Verkehr sein mit der Runde Rückstand. So, Alisch jetzt hier aus dem Windschatten, Außenseite wird eher nichts. Guckt jetzt, ob er vielleicht irgendwie sich daneben setzen kann. Aber der BMW hält sich auch relativ weit in, macht da die Lücke auf jeden Fall zu. Pielberg, Noack, side by side Richtung Kurve 1. Noack auf der Innenseite muss sich hier oder kann sich hier durchsetzen gegen Olinger, der da auf der 13. Position bleibt. Auch ein sehr, sehr schöner Zweikampf. Direkt hinter mir noch Kurt Hassel und Pierre Meyer, der sich auch schon mal mit 3 Positionsgewinnen schmücken kann hier. Aber 48 Minuten sind noch zu gehen. Und das kann ein langes Rennen werden hier. Schwierige Strecke. Abstände natürlich noch sehr, sehr gering. Ja, hier ein bisschen weit rausgekommen. Aber das kann der Audi anscheinend ab. So, Finke, Weinzettel. Oh, geht's jetzt hier zu zweit etwa durch. Und Hillegeist, der rutscht damit durch. Das müssen wir uns noch mal anschauen. Der hat das Ganze ausnutzen können, hat sich da positioniert, hat geguckt, ist da die Lücke. Der AMG muss natürlich außen bleiben wegen des Porsches und der BMW rutscht einfach mal mit durch. Risikoreich, aber starke Aktion von Hillegeist und Schneider jetzt hier mit Positionsverlusten, wie es aussieht.
Oh ja, da sind einige vorbeigegangen. Da gucken wir mal kurz rein, was da passiert war. Oh nein, da war zu spät auf der Bremse, hat hier glaube ich den BMW getroffen von Alisch, der da jetzt gerade ausgeschubst wurde. Und da außenrum kommt jetzt noch der, ist das Kreling, glaube ich, dürfte das sein. Ja, der rote Porsche, der noch vorbeigeht und dahinter noch Gründel, hat auch noch profitieren können. Also Schneider hat hier mal gleich mehrere Positionen, wie gesagt, verloren. Und davor sehen wir, geht's weiter, Kreling geht jetzt auf die zweite Position. Hat gleich den Alisch geholt und Gründel, der profitiert schon wieder und geht mit vorbei. 8 Positionen hat er jetzt gewonnen. Ganz, ganz starke Aktion hier. Und Alisch, ja, der hat da relativ viel verloren, während Schneider, nee, wer war das? Doch Schneider hier zu weit rauskommt und jetzt noch weiter durchgereicht wird. Ah, schade für ihn. Mal gucken, der AMG dahinter, Weinzettel, ob der nochmal den Schwung hier mitnehmen kann und vorbeigeht. Ah, muss ich wahrscheinlich dahinter erstmal einordnen. Also letzte Runde hier drunter und drüber da vorne. Großer Gewinner natürlich der Chris Schneider da vorne. Hier ist er, der BMW jetzt mit 3 Sekunden Vorsprung. Und alle anderen dahinter schön dicht hintereinander in der anderen Reihenfolge. Aber wie gesagt, das kommt halt daher, dass das Qualifying da ein bisschen das alles durcheinander gewürfelt hat. Jetzt vertut er sich hier hoffentlich nicht allzu sehr. Nee, nur ein bisschen weiter außen angefahren. Versucht hier den Schwung mit runterzunehmen. Aber hier in den letzten Kurven zu überholen, na, eher schwierig. Doch relativ zügig hier die Kurven. Muss der Vordermann schon mal einen Fehler machen. Ja, sage ich gerade so. Aber da geht er hier auf der Innenseite vorbei. Hat hier die Lücke genutzt, die sich da anscheinend ergeben hat. Und Gründel damit auf der zweiten Position. Und einfach mal, ja, 9 Positionen gewonnen. Das ist fast die Hälfte des Feldes. Schneider hier schon wieder mit Problemen. Oder jetzt gerade mit Problemen. Ah, da auch den Körper zu viel mitgenommen in der vorletzten Kurve. Und da ist Weinzettel der AMG dann jetzt auch nochmal vorbeigerutscht. Da ist er. Schneider jetzt hier nur noch auf der 9. leider. Gucken wir mal nach vorne, was sich da so tut. Gehen mal auf Gründel drauf. Da kommen nämlich alle anderen Fahrzeuge. Wir sehen es da bis Platz, ja, 8, 9 ist das ungefähr. Was passiert hier im Mittelfeld gerade? Haben wir da was verpasst? Hoffe nicht unbedingt. Schneider, Pielberg haben offenbar auch gerade getauscht. Peter Meyer kommt jetzt aus der Box raus, also ging doch nicht wirklich weiter. Die erste Dreiviertelstunde muss er dann, ja, so zu Ende fahren. So, Alisch, Kreling. Und dahinter kommt jetzt noch Finke auf der Innenseite. Dahinter haben wir Torreaki Ricardo Hillegeist, der jetzt hier gut aufgeholt hat. Der hat hier schon richtig, richtig was gewonnen an Position. 8 Stück auch. Und ist jetzt sozusagen mit in der Führungsgruppe unterwegs. Abgesehen vom BMW auf der 1 vielleicht. Gründel auf der 2 auch schon leicht abgesetzt im Moment. Aber sehr, sehr, sehr eng hier in den Top 10. Und das dürfte spannend werden an Bremszone für die Corkscrew. Da bleibt dann gerne mal das Herz stehen. Immer, ja, hat man die Angst, dass man da aufeinander auffährt. Hat aber gut funktioniert. Utzer hier mit der gelben Flagge, Linz Live, eine Position gewonnen. Aber ich glaube, wir bleiben mal hier vorne. Sieht sehr, sehr, oder am spannendsten aus hier im Feld im Moment. So, also Schneider hier vorne, dahinter Gründel hat sich, wie gesagt, absetzen können. Und dann kommt die Gruppe. Und Kreling, ja, der ist hier ganz vorne, der Lokführer. Mal sehen, ob er sich hier jetzt verteidigen kann, verteidigen muss gegen... Quatsch, Alisch, Kreling. Alisch muss sich gegen Kreling verteidigen, so rum. Ob das hier funktioniert. Dahinter Finke, Hillegeist. Hillegeist auf der Innenseite könnte vorbeigehen. Damit auf die 6 bereits. Aber sehr, sehr eng. Hat aber noch gepasst. Alisch bleibt ja auf der 3. Aber immer gespannt. Das dürfte so weiter bis zu den Boxenstopps gehen, nehme ich mal an. Danach gucken wir mal, wer da einen guten Boxenstopp hingelegt hat. Michael Schneider und Daniel Müller hier im Clinch irgendwie. Da gab es wohl eine Kollision. Und jetzt hat Hillegeist eine gelbe Flagge kurz gehabt. Oh, oh, da müssen wir auch gleich hinschauen. Guck mal, jetzt gab es hier den Kontakt. Und dann schalte ich kurz zu Hillegeist rüber. Müssen wir eigentlich auch noch mitbekommen. Er rutscht hier weg. Ah, da ein Porsche. Das war so unabhängig voneinander. Und da kam Hillegeist. Weiß nicht, ob das damit zu tun hatte. Ah, nein, der ist hier selbstständig weggerutscht. Und da geht es in die Wand rein. Also, nachdem er das so gut aufgeholt hatte, jetzt immer noch auf der 8 unterwegs. Aber leider mit einem leicht beschädigten Fahrzeug wahrscheinlich. Mal gucken, ob ihm das noch zu Verhängnis wird. Bin gespannt, ob er jetzt vielleicht demnächst schon in die Box vielleicht reinfährt zum Reparieren. Und dann hat er vielleicht freie Fahrt, je nachdem. Und kann dann ein bisschen was rausfahren. Muss sich hier nicht, oder steckt dann hier nicht im Verkehr fest. Können wir mal kurz draufbleiben, ob er jetzt vielleicht reinfährt oder erstmal draußen bleibt. Erstmal bleibt er draußen auf jeden Fall. Spannend wird es hier vorne anscheinend. Alexander Gründel, der sich hier an Chris Schneider ranmacht auf jeden Fall. Hat ja auch die schnellste Runde. Ja, Chris Schneiders schnellste Runde im Moment ist eine 24-4. Gründel einfach mal eine Sekunde schneller. Gut, müssen wir mal gucken, ob er jetzt hier in freier Fahrt vielleicht ein bisschen schneller kann. Aber Gründel kommt da sehr, sehr gut ran. Da dürften wir gleich einen Zweikampf erwarten. Hier haben wir auf jeden Fall einen Zweikampf. Kreling, Witzmann. Witzmann hier auf der Außenseite hinter dem 68er Porsche.
Kielbeck ist hier hinten an Hillegeist dran. Wo ist nur einer runtergegangen, sehe ich gerade. Philipp Noack natürlich hier auf der 10. Position. Auch sehr, sehr gut nach vorne gekommen. So, hier hinten noch André Kirch und Soske. Ja, die fahren, glaube ich, schon länger hintereinander her. Michael Schneider in der Box. Hier der blaue Affenbande Honda. Ja, ich weiß gar nicht, wer jetzt runter ist, aber jetzt nur noch 20 Autos auf der Strecke. Ah, geh nach vorne. Schneider, der muss sich hier, denke ich mal, nächste Runde verteidigen. Wenn nicht vielleicht sogar gleich erste Kurve. Mal sehen, ob der Gründel hier im Porsche gut rauskommt aus der letzten Kurve und dann hier sich ransaugen kann. Wir fahren mal hier ein paar Meter mit vielleicht. Ist hier auf jeden Fall schon mal im Windschatten drin. Der AMG Weinzettel kommt jetzt zum Boxenstopp. 20 Minuten haben wir hinter uns, also ein Drittel. Kann man vielleicht einen kleinen Undercut mal machen. So, er ist dran, kann sich ranbremsen. Platz ist hier nicht, wie wir sehen. Einmal um die Wurstkorbs rumzirkeln. Und dann kommt er hier leider zu weit raus. Jetzt nicht ganz so schlimm, hat er jetzt nicht so viel verloren, würde ich mal sagen. Aber könnte vielleicht, ja, reichen, hier vorbeizugehen und dann als Pulsetter zum Boxenstopp zu kommen. So, Michael Schneider kommt jetzt wieder aus der Box, stand 47 Sekunden. Peter Meyer, der stand auch 47 Sekunden ungefähr. Also da gab es ordentlich was zu kleben und zu reparieren bei den Autos. Ja, hier greift er nicht an. Vielleicht auch nicht die alleroptimalste Stelle. Vielleicht mal ein bisschen zum Verwirren, dass man den Vordermann da aus dem Rhythmus rausbringt. Der ist halt so weit rauskommt und man dann hier auf der Geraden den Berg hoch angreifen kann. Oder vorbeigehen kann vielleicht. Ja, aber Schneider lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Er merkt sicherlich, dass Gründel schneller kann. Wird aber natürlich nicht rechts ranfahren. Der wird versuchen, das hier zu verteidigen, sofern es ihm möglich ist. So, ich denke mal, dass beide draußen bleiben. Jawohl, dann gehen wir mal wieder zur Gruppe dahinter. Wir haben ja Witzmann auf der 5, hier Position gewonnen. Und wir sehen, Alisch kommt rein. Da der BMW und dahinter der nächste BMW, das ist Hillegeist. Ja, der hat ein bisschen Schaden und da gibt es den Kontakt. Und da wird der Witzmann leider, oder dreht er sich hier weg in die Wand rein links und muss jetzt hier warten, bis alle vorbei sind im Prinzip, dass er hier in Ruhe wenden kann. Position 13 ins Live müsste jetzt kommen, der Porsche, da ist er, fährt ganz vorsichtig vorbei. Der McLaren dürfte auch noch vorbeiziehen und damit haben wir Witzmann ja leider nur noch jetzt auf der 12. Position, hat er richtig was liegen lassen müssen. Na, McLaren doch noch nicht vorbeigekommen. Ja, hat gerade noch gereicht. Ah, sehr, sehr schade. Ich kann mal kurz gucken, haben wir noch Strafen offen. Utzer 5 Sekunden, Gründel hat auch noch 5 Sekunden offen vorne. Sehe ich gerade, das müsste noch sein Qualifying sein, wenn ich mich nicht täusche. Gründel inzwischen auch vorbeigegangen, wir können mal 30 Sekunden zurückgehen. Ja, hier sehen wir es noch gerade so aus der ersten Kurve heraus. Dann hat er sich hier auf die Außenseite, beziehungsweise dann Innenseite gesetzt und ist am 91er BMW vorbeigezogen. Hat aber 5 Sekunden Strafe. Also die muss er dann im Laufe des Rennens hier irgendwie nochmal rausfahren, dass er sich dann hier auch den Sieg holen kann. Ja, momentan relativ viel Porsche vorne, aber ist nicht ganz Boxenstopp bereinigt. Waren ja jetzt gerade einige Autos drin. Das Live-Bild kommt jetzt gleich in 4 Sekunden wieder. Und dann sehen wir auch wieder, was hier passiert. Bisschen jetzt ruhiger geworden, dadurch, dass ein paar in die Box reingefahren sind. Finke Pielberg haben wir hier, wie gesagt, noch. Und hinten haben wir Peter Meyer und Michael Schneider im Zweikampf. Michael Schneider haben wir von vorne gesehen. Jetzt hier nach dem Boxenstopp erstmal sehr weit hinten. Der hat auch etwas länger gestanden. Also Weinzettel aktuell auf der 16. Der einzige mit einem, sag ich mal, regulären Boxenstopp. Alle anderen hatten da einen längeren Boxenstopp als geplant. Gehen wir davon aus, dass jetzt hier Schneider irgendwie vorbeikommt an seinem Markenkollegen. Beiden einzigen Hondas, die wir heute auf der Strecke haben. Na, erstmal wieder in den Windschatten rein. Hillegeist ist jetzt auf der 18 unterwegs. Gucken, wo der sich nachher wieder einordnet. Jetzt hier Innenseite, Nase reinhalten. Doch nicht, zieht doch wieder zurück. Also ganz so einfach geht es auch nicht vorbei. Jetzt nochmal reinstechen. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Spielen aber alle mit, wie wir hier sehen können. Gibt keine Berührung. Aber Peter Meyer versucht hier mit allem, was er hat, sich zu wehren. Hier irgendwie, ja, ein, zwei Autos mal hinter sich zu halten. Hatten, haben ja doch relativ viel Rückstand auf die nächsten drei Positionen, die ja Boxenstopp bereinigt tatsächlich vor ihnen fahren. 40 Sekunden haben sie. Also wird nicht so viel gehen wahrscheinlich. Ah, gucken wir jetzt mal ins Mittelfeld kurz rein. Die sind schon ein paar Meter weiter, wieder Richtung Corkscrew unterwegs.
Kurt Hassel hier zwischen dem BMW und dem Audi eingeklemmt. Pierre Meyer jetzt hier auf der 10. Position im Moment unterwegs. Muss aber nochmal reinkommen. Jetzt hat es da hinten offenbar gekracht zwischen den beiden, wo wir gerade weggeschaltet haben. Da waren wir ungefähr weggegangen. Oder sind wir weggegangen? Und dann wahrscheinlich hat das hier probiert im Linksknick. Oder ist da einer zu weit rausgekommen? Nee, hat es nicht probiert. Ja, er kommt zu weit raus. Hoffentlich trifft er ihn nicht. Oh nein. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Michael Schneider mit einem total verkorksten Rennen jetzt natürlich. Kam ja auch relativ frisch aus der Box. Und jetzt hier hat er einen mitbekommen. Sein Auto natürlich komplett demoliert. Der wird jetzt direkt in die Box fahren. Und ja, das Rennen tendenziell hinten irgendwie beenden, wenn er dann noch weiterfährt. So, Weinzettel hat es irgendwie auch erwischt. Schauen wir mal. Das war aber kein Feindkontakt hier. Das war ein Fahrfehler, können wir, glaube ich, schon mal sagen. Kein Auto weit und breit hier unterwegs. Aber gleiche Stelle. Und auch er kommt zu weit raus. Und dann geht es geradeaus und dann rutscht er hier weg. Ja, sehr, sehr ähnlich zum Honda eben. Der ist da ähnlich weggerutscht. Also Weinzettel hier leider, ja, auch neben die Strecke gekommen. Der ja auch schon in der Box war, hatte ich ja eben erwähnt. Eben noch der Einzige mit einem regulären Boxenstopp. Max Ohlinger jetzt reingekommen. Ja, fürchte fast, er muss jetzt nochmal reinkommen. Weiß nicht, ob er so zu Ende fahren kann oder zu Ende fahren will. Über eine halbe Stunde haben wir noch. Ob man damit, ja, vielleicht einer schiefen Lenkung, wie auch immer geartet sein Schaden ist, da zu Ende fahren will, müssen wir mal schauen. Erstmal bleibt er draußen. So, Ohlinger kommt jetzt hier raus. Mal schauen, Alisch ist das da unten. Erstmal ein etwas weiterer Weg natürlich außenrum. Hat aber mehr Geschwindigkeit. Könnte sein, dass er sich hier den Ohlinger schnappen kann. Will er auf jeden Fall. Reicht auch, gerade so. Sehr, sehr schön. Da haben wir also den Zweikampf jetzt zwischen den beiden, die hier, ja, Boxenstopp bereinigt hintereinander herfahren. Witzmann hinter Linz live dran. Ansonsten haben wir gerade keinen in der Box. Doch, Michael Schneider, klar, der Honda. So, Linz live, Witzmann. Mal gucken, Witzmann Innenseite. Muss sich hier verteidigen gegen den Porsche-Piloten mit der 892. Kurve 1, außenrum wird es nichts, wie gesagt. Da kann man sich mal ein bisschen zeigen, aber das bringt einem wenig. Benutzer der McLaren ist auch direkt im Anmarsch. Die müssen alle noch in die Box rein. Das heißt, man kann hier vielleicht über den Boxenstopp die Position gewinnen. Mal so eine Sekunde kann man ja mal da gewinnen oder verlieren, je nachdem, ob man da richtig steht, zum Beispiel alleine. Ich denke mal, Reifen wechseln sie alle. Gehe ich mal fast von aus. Strecke immer noch auf grün, was mich ein bisschen wundert. Waren ja doch schon jetzt 25 Minuten unterwegs mit den Autos hier. Hassel und Meyer. Haben wir da was verpasst? Wir schauen mal kurz rein. Ne, müssen ja gleich in Reihenfolge geblieben sein. Meyer ist da der graue Audi. Ah, hier, da ist Hassel ein bisschen zu weit rausgekommen. Hier, Meyer steckt hier eigentlich die Nase rein, rutscht selber auf der Innenseite leicht weg. Deswegen konnte er den Schwung nicht mit hochnehmen und muss sich wieder einordnen hinter dem Monkey Town Porsche. Also leider kein Positionsgewinn für Pierre. Alexander Gründel mit der 23.270 jetzt nochmal eine schnelle Runde gesetzt. Ja, der hat natürlich keine Bedrängnis da vorne, freie Fahrt weitestgehend. Überrundungen stehen gerade auch nicht an. Also kann er seine Pace fahren vorne. Gucken wir mal kurz rauf hier. Da ist er. 10 Positionen gewonnen. Aber klar, der muss noch in die Box rein. Aber ich glaube, so viel weiter nach hinten dürfte er nicht fallen. Die müssen ja bis Platz 14 noch rein. Und dann haben wir über eine halbe Minute Gap. Das heißt, er müsste ja Platz 1, 2 ungefähr bleiben. Hatte sich ja hier den Chris Schneider geholt. Inzwischen 4,4 Sekunden weg. Ja, ist ungefähr eine Sekunde schneller als der Chris Schneider, muss man tatsächlich sagen. Wenn ich mir die schnellste Runde anschaue, letzte Runde, ja, nicht ganz 1,5 Sekunden schneller gewesen. Also, Gründel ist sehr, sehr gut unterwegs, hat hier sehr gute Chancen, den Sieg heute zu holen. So, was Mathilde Geist auf der 17 unterwegs, eine Sekunde am roten BMW dran. Da vorne ist er, der Max Ohlinger. Der hat hier bestimmt gleich nochmal zu tun mit dem Go Fast Racing BMW. Wir gehen aber zu Lukas Finke. Ausgang Corkscrew. Ah, da rutscht er um den Curb rum. Glück gehabt, dass er den nicht mitgenommen hat. Sonst hätte es ihn dann komplett weggedreht, den Porsche-Piloten mit der 420. Wollte da Kreling angreifen. Jetzt hat er Pielberg noch den Teamkollegen im Nacken. Sehr, sehr spannende Gruppe hier weiterhin. Chris Schneider kommt jetzt rein. Da ist er. Dürfte so langsam, ja, losgehen mit den regulären Boxenstopps. Die allermeisten, die drin waren, mussten etwas länger stehen. Ohlinger mit normalen Boxenstopp, Weinzettel, der weiterhin draußen bleibt, wie es aussieht. Also Schaden doch nicht allzu groß. Für Schneider haben wir jetzt gesehen, Gründel vorne. Und ja, wo gehen wir hin? Gehen wir auf Hille Geist vielleicht kurz drauf. Scheint mir doch ein bisschen aufholen zu können. Na, eine Sekunde immer noch der Abstand. Auf jeden Fall wird es wärmer.
Was macht der McLaren? Der schnuppert an Linz Live am Porsche. Ja, also kein Angriff erstmal hier. Also, erste halbe Stunde haben wir hinter uns. Start lief sehr, sehr gut. Ein paar Ausritte haben wir gesehen. Ein, zwei Kontakte gab es auch mit Ream. Die beiden Hondas da sehr, sehr unglücklich natürlich. Sind jetzt auch beide hinten. Peter Meyer war ja weggerutscht, hat den Michael Schneider mitgenommen. Der fährt aber wieder. Wir sehen hier sein Auto wieder komplett heil. Ist schon fast eine Minute. Da war ja auch ein sehr, sehr heftiger Einschlag. Der Honda selber hat ihn getroffen. Er selber nochmal in die Wand rein. Sehr schade für ihn natürlich, hat eine Runde Rückstand. Also wie gesagt, das Rennen für ihn heute leider gelaufen. Hätte sich viel, viel mehr erwartet, gehe ich mal von aus. Von der 3 gestartet, 17 Position verloren. Michael Schneider in der Gesamtwertung, wenn es denn stimmt, wie gesagt, auf der 10 geführt im Moment. Also wird heute, ja, wenn überhaupt nicht viele Punkte mitnehmen können. Außer vorne passiert auch nochmal ordentlich was. So, Pierre Meyer reingekommen. Gerade etwas ruhiger auf der Strecke. Porsche hier lassen sich momentan auch halbwegs in Ruhe. Ja, bin gespannt, ob die hier alle gleichzeitig reinkommen oder in verschiedenen Runden. Gleichzeitig ist auch immer so eine Sache. Kann man gleich mal sehen, ob man einen guten Boxenstopp hatte oder nicht. Und natürlich auch die Einfahrt, die da sehr, sehr gerade reingeht. Sieht man auch gerne mal, dass man sich da gerne auffährt, weil einer doch ein bisschen früher bremst als der andere. Auch eine kleine Übungssache natürlich. Der Boxeneingang und Boxenausgang hier. Moin Schüttel. Ja, warten wir mal ein bisschen, bis die nächsten Boxenstopps dann absolviert sind. Wie gesagt, dürfte dann, denke ich mal, demnächst soweit sein. Und dann sollte es zumindest hier in den Top 10 weiterhin spannend bleiben. Hier Meyer auf der 14 drinnen. Hillegeist Ohlinger, genau, der hat sich ja hier ranfahren können im Windschatten jetzt auf der Geraden. Den Berg hoch. Ja, platziert sich schon mal auf der Innenseite. Da kommt gerade Pierre Meyer, glaube ich, auf der Innenseite. Aber der hat damit erstmal nichts zu tun. Er muss da sehr, sehr langsam gleich ganz eng links rumfahren. Die beiden BMWs können ja mit deutlich mehr Schwung außen rum. Und Hillegeist wird jetzt, ja, diese Runde mal probieren, irgendwie hier vorbeizukommen. Und dann wieder irgendwie gucken, dass er weiter in die Top 10 reinfahren kann. Jeder Punkt ist wichtig heute. Denn jeder Punkt, den er sich heute holt, bedeutet ein Punkt mehr Abstand zu Position 2 in der Gesamtwertung. Und ja, das will er auf jeden Fall mal mitnehmen. Der eine Punkt für die schnellste Runde geht allerdings aktuell an Alexander Gründel. Aber wie gesagt, wenn es nochmal auf schnell springen sollte vielleicht, dann werden wir sicherlich nochmal eine schnellere Zeit sehen. Vor allem, weil ja im Laufe des Rennens natürlich der Tank leerer wird und viele da vorne waren noch nicht in der Box. Das heißt, sie werden nochmal frische Reifen sich holen. So, jetzt ging es hier aber vorbei, wir haben es gesehen. Hat sich da Ohlinger geholt. Und wir springen wieder zu McLaren, der immer noch am Porsche dran hängt. Hat noch keinen Weg gefunden. Der BMW da vorne, Witzmann, kann sich da ganz gut absetzen. Hat damit erstmal nichts zu tun. So, Kurt Hassel kommt rein. Stefan Krehling kommt rein. 12-13 aktuell. Gucken, wann Gründel reinkommt. Wann hatte er 4-5 Sekunden Vorsprung vor Schneider, vor Chris Schneider, der gerade auf der 11 ist. Der dürfte auf jeden Fall mal keine Position abgegeben haben. Der ist der Erste, der ja, Boxenstopp bereinigt quasi. Der Erste im Moment. Alle anderen davon müssen ja nochmal reinkommen. Kurt Hassel, gelbe Flagge. Das ist aber nur die Boxenausfahrt, nehme ich mal an. Ja, mal sehen, wer da noch vorbeizieht. Pierre Meyer außenrum. Rechts aus dem Bild, vom Bildrand müsste er noch erscheinen. Da links jetzt. Ah, kann nicht vorbeiziehen. Also Kurt Hassel positioniert sich jetzt hier vor Pierre Meyer, hinter Max Ohlinger, hinter Hillegeist, der sich jetzt hier auf dem Weg zu Benedikt Ahlisch machen möchte. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber da hinten haben wir schon mal wieder eine kleine Gruppe, die ein bisschen nach vorne rutschen wird gleich. So, Noah Quinke und Linz Live, die kommen jetzt auch alle rein. Wir bleiben ein bisschen hier auf der 15, 16, 17. Hab so das Gefühl, dass der, ja, Pierre Meyer hier angreifen kann, weil natürlich Hassel noch nicht so ganz die Drücke hat, weil er frisch aus der Box kommt und Krehling, der schon in der Box war, dreht sich hier raus. Ah, das ist oben Corkscrew. Mal sehen, wie es passiert ist. Gibt auch mehrere Varianten. Vielleicht hat er sich nur verbremst, dann ging es geradeaus. Oder halt hier links runter beim Umsetzen das Auto weggedreht. Ja, genau, das kommt nämlich. Und dann dreht er sich hier weg und dann stehst du hier, guckst dann in die Luft. Aber kriegt das Auto relativ zügig wieder gedreht. Allerdings zu weit. Aber jetzt ist er wieder unterwegs auf der 17. Denke, da werden ein paar Autos vorbeigegangen sein. Nämlich diese Gruppe, die wir hier gerade gesehen haben. Peter Meyer steht auch rum. Oh oh, auch er ganz ohne Bedrängnis.
Und da rutscht er leider auch weg in dieser Kurve, in der Rechtskurve. Das ist, glaube ich, schon der dritte Ausflug, den wir hier in der Kurve heute sehen. Vorhin war ja oben auf dem Berg im Linksnick weggerutscht. Leider da mit dem Kontakt mit dem anderen Honda, der Michael Schneider, der ja hier einsam und alleine leider vor sich hinfährt. So, haben wir hier was verpasst. Ohlinger, Finke, Hasselmeier, Noack Alisch 9 und 10 haben wir noch. Während Pielberg, Hunter und Witzmann jetzt in die Box reingefahren sind da vorne. Das heißt, da fehlen uns noch 4 Autos, die zum Boxenstopp reinkommen müssen. Was ich hoffe mal bald passieren wird, damit wir wieder ein Boxenstopp bereinigtes Feld haben. Und mal sehen, wer denn vorne ist. Sollte eigentlich Gründel sein, wenn er den Boxenstopp nicht vermasselt. Hatte ja wie gesagt 4-5 Sekunden Vorsprung. Na, gucken wir bei Alisch kurz rein. Ist jetzt an Noack dran. Verfolgt wird er vom Teamkollegen. Da oben ist er, der andere weiße Porsche von Ricardo Hillegeist. Also hier im Go Fast Racing Sandwich. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, auch, wer runter ist. Müsste nämlich auch ein Go Fast Racing Aston Martin gewesen sein. André Kirch ist nämlich nur noch der einzige Aston. Also müsste hier der dritte im Bunde nicht mehr dabei sein. So, Pielberg kommt aus der Box. Ja, nicht hier auf die Strecke fahren, genau. Auch sehr, sehr verlockend. Aber nein, man muss hier auf der Innenseite natürlich bleiben. So, Gründel bleibt weiterhin draußen. Ben Utzer war noch nicht drin. Genauso wie Chris Soske noch nicht drin war. Und André Kirch, ich glaube, der fährt gerne mal sehr, sehr lange oder bleibt sehr, sehr lange draußen. Ich glaube, letztes Rennen war auch einer der letzten. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, ordnet sich jetzt Witzmann ein. Pierre Meyer vor sich. Mal sehen, hier ist noch ein Porsche. Das ist aber, glaube ich, keine Position. Müller ist runter. Okay, danke. Stimmt, wir hatten zwei Müllers drauf. Ist noch einer. Ja, Pierre Meyer hier hinter Witzmann. Ah, müssen wir draufbleiben. Gucken, wer hier wen angreifen kann. Oh, Hassel da wieder mal ein bisschen zu weit, glaube ich. War das nicht vorhin auch schon mit Pierre Meyer, der hier weggerutscht war, nicht vorbeikam? Ah, reicht immer noch nicht. Schade. Aber der Druck bleibt hoch. Schöne, schöne Vierergruppe, die wir sehen. Peter Meyer müsste hier oben irgendwo stehen. Da ist er ganz langsam, der weiße Honda. Also für den das Rennen leider auch gelaufen. Honda heute kein gutes Omen. Die beiden Hondas da sehr, sehr abgeschlagen auf den letzten beiden Positionen unterwegs. Also hier haben wir die Vierergruppe. Gucken mal, was geht weiter vorne. Alisch, ja, der ist jetzt wirklich in der Zange der beiden GoFast Racing BMWs. Drei BMWs im Dreikampf. Mittelfeld aktuell sehr, sehr BMW-lastig. Vorne haben wir aber einen ganz guten Mix. Noch muss man sagen, das wird sich da gleich ändern. Da sollte, wie gesagt, Gründel vorne bleiben. Und dann Chris Schneider auf der 2, denke ich mal. Müssen wir mal schauen. Bleiben wir vielleicht hier beim Trio. So, Gründel kommt jetzt rein. Soske auch rein. Peter Meyer schon wieder drin. Klar, haben wir eben gesehen mit dem Abflug. Für den ist heute leider nichts zu holen. Ah, wollen wir hinten raus. Oh, Chris Soske. Ist nur die Boxenausfahrt. Alles gut. Schauen wir bei Alisch mal hinten raus. Oder bei Noack. Ja, bei Noack vielleicht. Ja, können die beiden sich hier absprechen. Gucken, wie sie in Alisch loswerden. Oh, fast wird Philipp sich selber los. Eieiei. Bisschen rausgekommen, aber kann das Auto abfangen, haben wir heute schon anders gesehen. Aber vielleicht kann man hier irgendwie ein bisschen Teamwork machen, dass man den Hillegeister vorbeibekommt am Alisch. Da wird er natürlich eindeutig was dagegen haben, der Vierplatzierte der Gesamtwertung. Mal sehen, das Gute für ihn ist, ist das gut? Ja, Pierre Meyer auf jeden Fall auf der 12 deutlich weiter hinten. Also kann er ein paar Punkte in der Gesamtwertung gut machen auf ihn. Und damit auch die dritte Position im Gesamtklassement. Alexander Gründel kommt jetzt hier raus. Wo ist Chris Schneider? Oh, gar nicht so weit weg. Erste Kurve, aber wie gesagt, Gründel müsste vorne bleiben. Gucken, wie der Abstand sich jetzt hier entwickelt. Sind 3 Sekunden, also ein bisschen aufgeholt womöglich. André Kirch fehlt noch, der jetzt mal führt. Können wir mal kurz einfangen. Deswegen, glaube ich, kann ich verraten, dass Chris Schneider keine Reifen gewechselt hat. Daher der Vorsprung ein bisschen kleiner geworden. Das könnte hinten raus aber, ja, vielleicht wieder zum Nachteil werden. Denn er ist ja nicht vorbei am Porsche-Piloten. Das wäre vielleicht seine Hoffnung gewesen, dass das funktioniert. Aber jetzt, da ist er wieder, Chris Schneider. Ja, muss er hier mit den schon etwas 40 Minuten sind es gleich, gebrauchten Reifen gucken, dass er hier Position 2 ja, behält oder sich Position vielleicht nochmal holt. Da müsste Gründel aber schon ordentlich einen Fehler machen, würde ich mal sagen. Aber der hier mit Reifenwechsel, der stand dazu aber auch noch ein bisschen länger. 37 Sekunden. Ja, wohl auch noch ein bisschen was zu reparieren. Nee, Quatsch, der hat ja 5 Sekunden Strafe, genau.
Da gab es nichts zu reparieren. Guck mal kurz, ob wir noch Strafen offen haben. 15 Sekunden für Schneider auf der 19. 10 für Peter Meyer, der Honda. Die beiden letzten, das macht den Braten dann auch nicht mehr fett, würde ich behaupten. Aber das dürfte dafür diese Kollision gewesen sein. Schüttel weiß ich nicht, aber es ist halt vormittags. Daran liegt's. So, Hillegeist ist auch schon vorbei. Noch nicht ganz. Da wird schon auf Verteidigungslinie gegangen von Benedikt Adlisch, der orange-schwarze BMW hier rechts im Bild. So, jetzt waren fast alle in der Box. Wie gesagt, André Kirch fehlt noch. Und da sehen wir auch das Mittelfeld wieder schön dicht zusammen. Hillegeist hier, jetzt Cyberside, Außenseite Richtung Kurve 1. Wird's eher nix. Mal sehen, ob er außenrum probiert oder sich dahinter einordnet. Na, so halb würde ich mal sagen. Moin, Doktor. Also, da geht's noch nicht vorbei. Aber wahrscheinlich eher im mittleren Sektor Rohrdruck machen kann. Jetzt zwingt er hier Adlisch auch so ein bisschen weiter innen anzufahren. Vielleicht dreht er ein bisschen mehr Schwung mit auf die rechte Seite für die nächste Kurve. Nein, auch nicht. Aber zeigt sich immer wieder. Mal gucken, ob das hier funktioniert. So, Gründel hat jetzt schon 4,6 Sekunden, also der alte Abstand wieder hergestellt. 6 Sekunden nach vorne zu Kirch. Der wird gleich reinkommen und dann, ja, mal gucken, wo er rauskommt. War ja auch eher auf den hinteren Plätzen da unterwegs. Sollte so 16, 17, 18, denke ich mal, werden. Aber schön zu sehen. Na, nicht ganz so schön zu sehen, dass er zu weit rauskommt. Der Adlisch, leichter Fehler. Und damit ist Hillegeist jetzt vorbei. 2,5 Sekunden hinter seinem Teamkollegen, der hier gerade durch die Corkscrew taucht auf der 5. Position. Ja, relativ safe, würde ich sagen. 8 Sekunden nach vorne. Da hat sich also jetzt doch ein bisschen auseinandergelebt. Hatten da eine sehr, sehr enge Gruppe. Aber mal sehen, was vergeht da noch die letzten 21 Minuten, die wir haben. Ja, Strecke ändert sich tatsächlich nicht. Hätte ich gedacht, wie gesagt, dass es zumindest nochmal auf schnell geht. Aber das ist wohl nicht der Fall. So, Pierre Meyer, kann er sich nochmal in die Top 10 reinfahren? Hier ist es auf jeden Fall um ihn rum sehr, sehr interessant. Schön eng nach vorne, schön eng nach hinten. Aber auch Krehling dahinter. Macht sich sicherlich nochmal Hoffnung auf die Top 10. Zwei Autos trennen ihn noch davon oder drei vielmehr. Also geht so langsam in die Schlussphase rein. Ja, Hillegeist, wo ist der eigentlich? Auf der 6. Also kann heute wohl nicht ganz so viele Punkte mitnehmen, wie er sich vielleicht gehofft hat. Gute Nachricht für den Nick Husfeld, der heute nicht dabei ist. Punkte verlieren wird. Also nicht verlieren wird, aber Punkte auf Hillegeist verlieren wird. Der ja immer sehr, sehr gut unterwegs ist. Müsste mit die meisten Sieger haben. Husfeld, ja. Dann Hillegeist hat 4 Siege geholt. Und Chris Kaiser einen. Und das war's dann, glaube ich. Es gibt nur 4 Piloten. Pierre Meyer darf ich nicht vergessen. In Australien war das. Also 4 Piloten, die sich einen Sieg geholt haben jetzt in dieser Saison. Von jetzt, 13 absolvierten Rennen. Also doch ein relativ kleiner Kreis im Moment an Leuten, die ganz oben stehen. So, André Kirch kommt rein. Damit haben wir sie alle durch. Machen wir weg. Und dann haben wir gleich absolut ein, oder endlich ein, boxenstoppbereinigtes Feld. Na, Witzmann Krehling, glaube ich, ein bisschen interessanter hier. Ein Honda ist weg. Glaube, Peter Meyer fährt nicht mehr. Müsste er sein. Ja, der weiße Honda. Gut, wie gesagt, da war nichts zu holen. Hat offenbar keinen Sinn gemacht. Punkte waren nicht drin und damit, ja, leider keine Punkte für den Honda-Piloten. Das heißt, aktuell gehen noch 4 Autos leer aus. Witzmann, Krehling, der geht momentan nicht leer aus, will sich aber hier sein Körbchen noch weiterfüllen mit Punkten. Ostern dauert zwar noch ein bisschen, aber hier will er nochmal am BMW vorbei und sich dann vielleicht noch auf den Weg nach vorne machen. Hofft, dass vielleicht hier Pierre Meyer und Kurt Hassel nochmal in den Zweikampf gehen, dass sie sich ein bisschen Zeit wegnehmen. Aber momentan noch ein kleiner Abstand hier. André Kirch kommt jetzt wieder aus der Box raus. Und wir gehen mal zu Pielberg. Da geht es doch mal um Position 2 und 3. Chris Schneider, der sich da ja vorne halten konnte am Anfang, sogar leichten Abstand hatte durch den Tumult da in den Top 10, hat dann ja Gründel vorbeilassen müssen und jetzt kommt hier der nächste Monkey Tom Porsche an, der hier vorbeigehen möchte. Philipp Nurk auf der 4, auch sehr, sehr gut nach vorne gekommen. Hillegeist, ein Teamkollege, auf der 5. Also die beiden, die ja doch ein bisschen weiter hinten gestartet waren, konnten sich gut nach vorne kämpfen. Sollte öfters regnen im Qualifying. So, schauen wir mal, ob er sich daneben bremsen kann. Der BMW könnte jetzt innen vielleicht abdecken. Muss er, denke ich mal. Sonst geht der Porsche da rein. Ja, macht er auch. Porsche zuckt dann wieder auf die Außenseite. Keine Chance jetzt hier. Geht eigentlich ganz gut, wenn du innen bleibst. Muss doch ein bisschen langsam machen, aber der Weg außenrum ist halt zu weit.
Da kommt der Gegner für gewöhnlich nicht vorbei. Auch hier die nächsten beiden Kurven, wenn du da die Linie zumindest triffst. Leichter Rutscher, passiert ja ganz, ganz schnell. Aber wenn du die Linie triffst, dann geht es auch meistens nicht vorbei für den Hintermann. So, aber dann mittlerer Abschnitt. Da wird es dann immer interessant. Auch hier die Linkskurve haben wir schon gesehen. Ein oder andere mal ein bisschen weit gegangen und dann konnte man sich auf die Innenseite setzen. Und dann ist immer die Frage, ja, geht man zu zweit da oben durch den Linksknick oder geht es doch hintereinander durch? Hillegeist hat uns bewiesen, dass man da auch mal durchstechen kann. Hat das sehr, sehr gut getimt, aber muss man sagen. Hier geht es aber erstmal hintereinander durch und dann Richtung Corkscrew. Hier sich nicht nervös machen lassen anstelle von Chris Schneider. Nicht verbremsen. Hier rechtzeitig rechts rumlenken, dass man sich hier nicht wegdreht, haben wir heute auch schon mal gesehen. Und dann, ja, kann man hier vielleicht die zweite Position nach Hause fahren. Wird aber noch ein langer Weg, die letzte grobe Viertelstunde, die wir noch haben. Ja, Alisch, genau, der hat Hillegeist vorbei. Ja, gelassen nicht, aber wurde da überholt. Kann sich auch schon leicht absetzen. Das heißt, erstmal kann er hier für sich fahren. Gründel mit der 22,7 auf grüner Strecke. Ganz, ganz starke Pace, die er da an den Tag legt. Lukas Finke haben wir hier auf der 7. Können wir mal einen Vergleich machen zu Alisch. Achso, da muss ich noch die letzten Runden einstellen. Letzten drei Runden. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht lesen, so klein. Aber er hat hier eine Sekunde in den letzten drei Runden aufgeholt. Das kann ich euch sagen. Der Finke auf Alisch, Platz 6 und Platz 7. Vielleicht geht da nochmal in den letzten Minuten was. Dann gucken wir mal Max Ohling. Oh, Schneider irgendwo mit einer leichten Berührung anscheinend. Na, scheint nichts Wildes gewesen zu sein. Ja, die Mittelfeldgruppe, die 4-5 Autos hier. Sehen wir auch keine richtigen Angriffe. Witzmann aber ein bisschen näher rangekommen an den Audi von Pierre Meyer. Der offenbar nicht an Kurt Hassel oder Kurt Hassel da wirklich gefährlich wird, offenbar. Also, Angriffe haben wir nicht gesehen. Fahren hier schön in der Karawane hinter dem Max Ohlinger hinterher. 4 Sekunden hat er zu dem nächsten. Deswegen gehen wir nach vorne hier und jetzt gibt es hier vielleicht den Angriff der Porsche leicht off-track. Vor der Corkscrew, mal gucken, ob es trotzdem daneben geht, Innenseite und jetzt will der BMW natürlich hier wiederum verteidigen, leichter Kontakt und die bleiben immer noch Side-by-Side, jetzt geht es wiederum links rum, immer abwechselnd hier. Porsche hält sich aber offenbar zurück, aber da hat er schon mal ganz, ganz deutlich gemacht, dass er das hier ernst meint, dass er hier auf jeden Fall mal demnächst vorbei möchte. Aber auch gut verteidigt, war alles fair, auch wenn es leicht einen Lackaustausch gab. Denke, das ging aber alles oder war alles im grünen Bereich hier. Sehr, sehr spannender Zweikampf. Ja, eben sagte ich, Pierre Meyer, kann Kurt Hassel nicht gefährlich werden. Jetzt ist er aber 0,4 Sekunden dran, sehen wir am Tower. Finke auch direkt dahinter. Witzmann Kreling auch noch im direkten Zweikampf. Wahrscheinlich 0,2 Sekunden auseinander. Wir gehen da mal hin. Da sehen wir das. Wir sind gerade in der letzten Kurve. Hält da die Nase nicht so wirklich rein. War da sehr, sehr vorsichtig. Also, Kreling bleibt hier auf der 12. So, 18 Autos noch. Wer ist denn jetzt noch runtergegangen? Gar nicht gesehen. Also wieder einiges an Schwund. Ich glaube, im Qualifying waren es am Anfang noch 22. 21 waren wir an der Startaufstellung. Jetzt sind wir nur noch 18 Autos. 3 Autos also auf jeden Fall mal runter. Also gefühlt Hälfte des angemeldeten Feldes für die Liga gerade nur noch auf der Strecke unterwegs. Relativ viele Absagen heute. Ja, eigentlich schade. Ist doch ein recht spannendes Rennen. Zumindest mal in Position 2, 3 und hier im Mittelfeld. Da geht es ja auch noch überall um Punkte. André Kirch, Ben Utzer und Michael Schneider gehen aktuell leer aus. 12 Sekunden sind da, ja, offen bis zu den Punkten. Moin, Mr. Luke, moin, moin. Oh, jetzt ist Biber, glaube ich, vorbeigegangen. Jetzt hier auch wieder nach der Corkscrew. Wir bleiben ganz kurz drauf, gucken, ob er sich durchsetzen kann. Dann gehen wir ins Replay. Da hat er sich wahrscheinlich vor der Corkscrew wieder platziert. Gucken wir mal, ob er schon daneben war. Da war er noch dahinter. Da kam er wohl besser raus als der BMW. Ja, hier ein bisschen enger genommen die Kurve und zack, links rein. Sehr mutig. Da hat der BMW auch sehr, sehr gut mitgespielt. Chris Schneider hat das da im Blick gehabt, dass der Porsche auf der Innenseite ist und hat sich dann hier nicht mehr da wehren können oder hat sich nicht gewehrt. Hat den Monkey Town Racing Porsche vorbeigelassen. Damit haben wir 2 Porsche vorne und dann die, ja, alle verbleibenden, fast alle verbleibenden BMWs hintereinander. Nur Philipp Witzmann auf der 11 nochmal. Ja, damit, glaube ich, hat sich das da vorne erstmal erledigt, wenn die da keinen Fehler machen. Damit können wir wieder hier ins Mittelfeld gehen. Pierre Meyer, ja, nachdem er 2 Rennen auslassen hat müssen, ja, war krank, ist er wieder dabei und ja, hat mal richtig gut zu tun hier auf der Strecke. Oh, jetzt gibt es den Angriff von Porsche, da gibt es dann den Kontakt. Beide drehen sich da leicht weg und mal sehen, da wartet der Porsche und dahinter die, ja, kommen nicht ganz vorbei, doch der BMW kommt vorbei von Philipp Witzmann, damit er in den Top 10. Ja, Lukas Finke jetzt hier auf der 9 und Kreling dahinter auf der 12. Also da haben wir den leichten Kontakt gesehen. Da hat der Porsche doch mal relativ überraschend die Nase reingehalten.
ging so halb gut. Nichts Schlimmeres passiert, aber ja, die Spannung ist auf jeden Fall mal da, würde ich sagen, bei den Fahrern. Ach, Schüttel, magst du die Strecke auch? Ich finde die eigentlich auch ganz geil. Kann sehr frustrierend sein hier mit den Wurst Curbs, aber so vom Ding her macht sie doch Spaß. Sehr, sehr präzise muss man hier fahren auf jeden Fall. Ja, Gründel kann sich offenbar heute den einen Punkt holen plus die 30 Punkte für die Platzierung. Also der eine Punkt für die schnellste Runde, 22,7. Deutlich, deutlich schneller als alle anderen. Ich glaube, der Einzige, der eine 22er-Zeit hingelegt hat. Strecke jetzt auf schnell, also vielleicht geht ja noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, seine Zeit war noch bei grüner Strecke tatsächlich. Kurt Hassel. Oh, Pierre Meyer. Jetzt hinter Witzmann. Ah ne, hat man eben gesehen durch den Unfall, genau. Aber hier, Hassel ist nochmal an Ohlinger dran. Fahren wir mal mit. Ja, Kota ist auch nicht so meins. Indianapolis auch überhaupt nicht. Mit der Steilkurve vielleicht noch, aber in dem Layout, das wir im HCC haben, nicht so meins. Aber Watkins Glen fand ich sehr gut im Pack. Ja, aber so Oldschool-Strecken mag ich auch. Also auch so ein bisschen engere Strecken tatsächlich sind irgendwie auch eher meins. Englische Strecken finde ich auch fast alle ganz gut. So, mal gucken. Hinten haben wir auch noch ein paar Zweikämpfe jetzt inzwischen. Krehling-Meyer, genau, das hatten wir. Und Lenz Live und der Chris Soske. Na, gucken wir da mal kurz rein. Hier sehen wir die beiden. Lenz Live hier im Porsche mit 6 Positionsverlusten. Soske mit 5 Gewinnen. Ja, viel weiter nach hinten kann es ja auch nicht mehr gehen. André Kirch ist schon 20 Sekunden zurück auf der 16. Ich denke mal, da wird man nicht mehr anschließen können. Hat da womöglich noch mit Ben Utzer zu tun. Da kommt er jetzt auch den Berg hoch, den McLaren. Der auch in der schnellsten Runde fast eine Sekunde schneller ist als André Kirch. Also da können wir vielleicht nochmal was erwarten. Kirch da auch ein bisschen off-track gewesen in der Schikane. Hassel jetzt hier im Angriffsmodus. Mal sehen, ob es jetzt hier vorbeigeht. Ah, hier noch nicht, aber vielleicht kommt er besser durch die nächste Kurve. Hinter sich hat er noch seinen Teamkollegen, den Finke. Dahinter nochmal 3 Autos. Also hier in den Top 10 ein bisschen außerhalb. Da wird nochmal ordentlich was passieren, hoffe ich. 10 Minuten haben wir noch Zeit. 10 Uhr haben wir jetzt auch pünktlich. Am Morgen Strecke auch schnell. Optimal wird wahrscheinlich eher nichts mehr. Ja, ein bisschen Regen hätte noch was gebracht vielleicht. Qualifying war ja, ja Regen, dann ein bisschen stärkerer Regen. Das heißt, alle, die da früh eine Zeit gesetzt haben, sind auch vorne gelandet. Aber so langsam hat sich hier so geordnet, wie man das mehr oder weniger erwarten würde. Oh nein, was passiert hier? Da wird der BMW getroffen. Da gibt es ein bisschen Massen. Ja, Karambolage jetzt vielleicht nicht, aber da wird ordentlich gekuschelt und die hinteren Autos wollen natürlich profitieren hier auf der Innenseite. Da sehen wir den Witzmann, der sich jetzt hier am Porsche vorbeidrückt. Vielleicht geht's außenrum noch am BMW-Kollegen vorbei. Jawohl, da hat er sich einfach mal wieder ein paar Positionen schnappen können. Wir schauen mal dahinter zu zweit. Pierre Meyer haben wir hier auf der Außenseite. Weißt du, da gab's die Berührung. Jetzt geht's für ihn hier raus aus... ja, aus Kies hier. Sehr, sehr schade für Pierre Meyer. Wir gucken nochmal 20 Sekunden zurück von oben. Ja, wurde da... getroffen. Kurt Hassel war das da, der Porsche, mit dem er da irgendwie kollidiert ist. Mal gucken. Ja, kann man schlecht sagen. Vielleicht Pierre Meyer ein bisschen nach links, aber sehr, sehr unglücklich. Sah aber so aus, als wenn er da Platz gehabt hätte hier. Ja, aber wird dann entsprechend behandelt werden. Ich schau mal kurz, ob es noch Strafen gibt. 5 Sekunden für Finke, 15 für Schneider auf der letzten Position. Die werden hinten natürlich dann nochmal draufgerechnet auf das Rennergebnis hier. So, Philipp Nowak, der ist ja, an seinem Teamkollegen dran, beziehungsweise die haben, glaube ich, eben getauscht. Hillegeist war ja vorhin hinter Nowak, das heißt Hillegeist auf der 4. Das sieht doch schon wieder deutlich besser aus als am Start. Die haben hier 11 Positionen beide, glaube ich, gewonnen. Also eine gute Teamleistung, sehr, sehr schön. Können dann also auch für die Teamwertung, die wir vielleicht auch mal irgendwann uns anschauen können, da Punkte gut machen. Ganz vorne hat sich, glaube ich, erledigt soweit. Gründel bleibt hier auf der 1 mit 15 Sekunden. Markus Piebeck, der Teamkollege. Und dann Chris Schneider immer noch Platz 3. Ja, mal gucken, ob die beiden noch rankommen. Werden wir mal beobachten. Wir beobachten jetzt nochmal hier die Mittelfeldgruppe, wo es ja eben an der Stelle, wo wir gerade sind, leichten Tumult gab. Pierre Meyer ist auch noch auf der 13. Also da müsste Lukas Hunter noch vorbeigegangen sein, hier der Audi. Nee, doch, ja. Und Pierre Meyer dahinter.
So, Kreling jetzt hier auf der Innenseite mit dem Porsche. Kann er spät bremsen. BMW außen wird da nichts gegenhalten können, denke ich mal. Versucht es, glaube ich, auch gar nicht. Lässt den Porsche da eher passieren. Und Hassel versucht da auch nochmal zu profitieren. Aber keine Möglichkeit hier. Muss Strafe sein. Ja, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war halt eine ganz, ganz leichte Berührung seitlich. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so wahrscheinlich nicht passiert wäre. Aber ja, wird sich die Reko anschauen. Ein paar Minuten haben wir noch. Kann ja nachher nochmal gucken, ob eine Strafe dann da ausgesprochen wurde. Wir konzentrieren uns so weiter nochmal auf die Zweikämpfe. 7 Minuten haben wir noch. Strecke auch schnell wärmer geworden. Ist es auf jeden Fall ein Tick. Mal gucken. Sollte aber kein großes Problem für die Reifen sein. Ben Urzer hinten, wie gesagt, er ist jetzt auch schon dran an André Kirch. Der ist deutlich schneller. Einige Zehntel bis eine Sekunde pro Runde kann er schneller fahren als der Apollo Motorsport. Aston Martin hier auf der 16. 3 Positionen gewonnen. Eine Position wird da garantiert gewinnen, weil ja nur noch 2 Autos hier aktiv auf jeden Fall eingreifen ins Renngeschehen. Aber wie gesagt, leider eine Position weiter, zu weit hinten für Punkte. Also hier hätte er sich vielleicht 1 Punkt heute schnappen können. Aber ja, scheinbar wird das heute noch nichts. Die Teamkollegin, die hatte sich ja 6 Punkte geholt. Und hier gibt es jetzt den Kontakt, haben wir gerade passend hingeschaltet. Chris Schneider war hier im Fokus, wurde hier getroffen. Hille Geist war das nämlich dahinter direkt. Noack dahinter, sein Teamkollege. Also innerhalb von der Runde sehr, sehr gut rangekommen. Wir gucken mal hier ins Replay. Hille Geist kommt da jetzt angebremst. War vielleicht ein bisschen zu spät. Auch wieder eine ganz leichte Berührung. Und da dreht er den Chris Schneider und Noack. Der kann das dann mal ausnutzen und geht damit 2 Positionen weiter nach vorne. Jetzt hier aufs Podium. Sehr gut für ihn natürlich. Hat er jetzt hier ausnutzen können. Und damit, ja, 13 Positionen gewonnen. Sehr gut. Terrorworm, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen nochmal für die letzten paar Minuten. Hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und schöne Rennen und erfolgreiche. Bei uns, ja, geht es noch relativ spannend um Position 3 zur Sache. Chris Schneider wurde, habt ihr vielleicht gerade gesehen, noch, ja, hier gedreht, getroffen von hinten. Von Hille Geist, der da hinten jetzt dranhängt. Noack davor. Mal sehen, ob er jetzt wegfahren kann. Ob Hille Geist sich nochmal Position 4 schnappen kann. Und ob Utzer hinten an Kirch vorbeikommt. Da gerade wieder 2 Sekunden Abstände. So, was macht die Mittelfeldgruppe? Ja, ist eher jetzt so ein Dreiergespann, sage ich mal. Der Kreling kann sich hier ganz gut absetzen. Ist eher nochmal ein Witzmann dran. Das ist der BMW hier vorne. Und Hassel ist hier zwischen Oleger und Finke. 5 Minuten noch der Führende. Wo ist der? Im ersten, nee, im zweiten Abschnitt gerade unterwegs. Also ein paar Runden haben wir jetzt nochmal vor uns. Und ja, ihr seht es hier. Ein paar Zweikämpfe sind noch offen. Auch hier wieder kann man sich schön ransaugen. Mal sehen, ob der BMW hier verteidigt schon oder ob er noch nicht mit dem Angriff rechnet. Doch, fährt relativ weit in oder relativ früh rein in die Kurve. Haben wir ja gesehen, dass man da gerne mal reinhält. Vor allem als Porsche natürlich. Sehr, sehr stark auf der Bremse das Fahrzeug. So, ACC-seitig, aber keine Strafen bis jetzt. Guck mal kurz in-game. So, Kurt Hassel, den wir hier gerade sehen, kriegt 5 Sekunden. Lukas Finke dahinter kriegt 10 Sekunden. Ich nehme mal an, dass das da schon diese Kollision waren. Kann ich nicht leider genau sagen, aber ich nehme jetzt einfach mal an. Also, da wird es nochmal einen Tick nach hinten gehen. Lukas Santa, Pierre Meyer könnten da teilweise noch profitieren. So, Hille Geist außenrum jetzt an Schneider, der da, glaube ich, nicht gut durch die Corkscrew gekommen ist. Wir gucken mal ins Replay rein. Ja, ja, ein bisschen zu spät, da geht's geradeaus. Und dann muss er hier rüber räubern über die Schikane und damit jetzt Hille Geist doch vorbeigegangen. Aber da hat er ja diesmal jetzt nichts direkt mit zu tun. Und Raceplays, auch danke für deinen Raid. Herzlich willkommen auch ihr hier nochmal pünktlich zur Schlussphase rein. Hoffe bei euch, hattet ihr ein schönes Rennen oder schöne Rennen. Wir auf jeden Fall, ja, gut unterhalten momentan. Zwar nicht so viele Autos unterwegs, aber die eine Stunde, glaube ich, hatte kaum wirklich Ruhephasen während der Boxenstopps natürlich ein bisschen. Aber hier vor allem im Mittelfeld, wurden in den Top 10, hatten wir sehr, sehr viele schöne Zweikämpfe. So, schauen wir mal, ob Olinger sich jetzt gegen die beiden Monkey Town Racing Porsche noch verteidigt bekommt. Wir gucken mal hinten raus. Hier gibt es noch keinen Angriff auf der Innenseite. Ich denke mal, vorne wird nicht so viel passieren. Ich weiß nicht, ob 4 und 5 doch mal da in Zweikampf gehen, die beiden Teamkollegen. Ansonsten Kreling-Witzmann, 7-8 können wir gleich auch nochmal hingehen. Dann haben wir hier das Dreiergespann. Linz Live und Chris Soske immer noch zusammen. Und André Kirch und Utzer, sie ist 16-17. Die sind auch nochmal im Zweikampf. Ist wieder gut rangekommen, der McLaren. Da gehen wir gleich hin. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob Kurt Hassel nochmal angreifen kann.
Und ob sich das überhaupt lohnt, wie gesagt, der hatte 5 Sekunden, ne? Ja, 5 Sekunden und der hintere Porsche 10 Sekunden. Und ich sehe gerade Hillegeist auch nochmal 10 Sekunden, das war da der Unfall mit Chris Schneider, Kurve 1. Also Hillegeist wird auch nochmal 2 Positionen bestimmt verlieren, sollte dann so 6. werden. Das heißt, die hinteren Leute, ja, können das entspannt angehen. Da wird sie also gleich nochmal ein bisschen was tun, wenn sie alle ins Ziel gekommen sind. Da gibt es so 2, 3 Piloten, die nochmal ein bisschen was verlieren werden an Positionen und damit an Punkten. Und dann gucken wir mal, dass wir zum nächsten Rennen auch wieder eine richtige Tabelle mit den richtigen Zahlen bekommen. War jetzt von ausgegangen, dass das stimmt. Habe ich jetzt nicht kontrolliert. So, gehen wir ganz kurz hier vorne, ein paar Meter davor. Haben wir weiterhin oder immer noch einen Porsche gegen einen BMW. Haben wir eigentlich nur Porsche-BMWs hier auf den ersten 11 Positionen. Alles andere ist eher, ja, dahinter oder gar nicht mehr auf dem Server drauf aktuell. Hier gibt es keinen Angriff. Gucken wir zum Dreiergespann. Auch da gibt es keinen direkten Angriff. Gucken wir, Ben Utzer war eben ganz dicht dran, aber jetzt ist er wieder ein Tickchen weg hier vom Aston Martin. Vielleicht hat ja der Angriff nicht ganz funktioniert. So, Gründel vorne mit 20 Sekunden Vorsprung. Ja, immer noch keine neue schnellste Runde. Interessanterweise, obwohl die Strecke schneller geworden ist. Ja, vielleicht die Reifen doch nicht mehr so gut. Ah, außenrum probiert das, funktioniert nicht. Innenseite zeigt er sich. Mal ein bisschen Verwirrung stiften da vorne. Wir sehen aber, er ordnet sich ein. Geht dann lieber hier, ja, auf Nummer sicher. Hofft vielleicht, dass der BMW zu weit rauskommt. Kann aber auch ja, ein Boomerang werden. Wenn der BMW da wegrutscht, kann, könnte er da selber reinfahren. Zos geht's mit einer gelben Flagge. Eieiei. Der Makita und Porsche, wollte ich schon sagen. Ist aber ein Audi natürlich. Hier mit leichten Problemen. Die zweite Rechtskurve. Gleich wahrscheinlich. Aber jetzt schon 2, 3 Autos gesehen, die da rausgefallen sind. Rausgeflogen sind. Ja, er hier auch den Curb innen und außen zu weit raus. Also beide Fehlerquellen sozusagen mal ja, absolviert hier und damit auf der 15 unterwegs. Der Zweikampf hat sich erledigt. So, der Führende müsste in der letzten Runde sein inzwischen. Ja, oder? Na, könnte noch eine geben, glaube ich. Jetzt ist er gleich im dritten Sektor, 50 Sekunden unterwegs. 30 Sekunden. Na, könnte mit ein paar Sekunden noch über die Linie gehen. Schauen wir gleich mal. Also womöglich gibt es noch mal eine Runde mehr drauf. Das ist eine gute Nachricht für Hassel und für Finke. Naja, obwohl, die haben ja Strafen. Ist ja eigentlich egal, ob die am BMW vorbeigehen. Pierre Meyer ein bisschen abgeschlagen. Der hat wahrscheinlich auch Schaden. Das heißt, da werden die beiden Porsche vermutlich nur eine Position verlieren. Lukas Hunter wird gleich nochmal 2 gewinnen. Aber geht es doch nochmal in Top 10 für ihn. Das wird er ja sehen in seinem HOD, dass sie da vorne jeweils eine Strafe haben von 5 und von 10 Sekunden. So, Hillegeist kommt nochmal vorne an seinen Teamkollegen ein bisschen ran. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es in der letzten Runde nicht noch einen Angriff geben wird. Also Noack heute wieder mit einem richtig guten Rennen. 13 Positionen gewonnen. Genauso, ja, fast wie sein Teamkollege hat 11 gewonnen. Pielberg hier auf der 2. Und Gründel, der jetzt hier in der letzten Runde unterwegs sein dürfte, holt sich dann heute, ja, komplette 31 Punkte. 30 für Platz 1 und 1 Punkt für die schnellste Runde. André Kirch und Utzer haben jetzt getauscht hier. Also der McLaren doch vorbeigekommen nochmal. Aber da gibt es keine Punkte, wie gesagt. Das ist reine Kosmetik. Da wird nicht viel passieren. Michael Schneider mit, ja, mindestens einer Runde Rückstand. Leider getroffen worden. Beim Unfall lief heute nicht so gut. Der war auch, ja, sehr weit vorne unterwegs. Von der 3 gestartet. Podium hätte er sich gerne geholt. Ich glaube, jetzt wartet er hier auf den Führenden. Aber wir müssen kurz zu Kurt Hassel nochmal gehen. Der ist außenrum probiert. Jetzt in der letzten Runde gegenüber dem BMW. Bin gespannt, ob Lukas Finke das da irgendwie ausnutzen kann. Aber er will hier trotzdem vorbei, trotz der Strafe. Also, wie gesagt, bringt an sich jetzt nicht so viel. Werden eh nochmal nach hinten fallen. Aber der Ehrgeiz ist offenbar da, hier doch nochmal einen Angriffsversuch zu starten. Hoffentlich geht das gut. Wir gehen jetzt aber hier auf den Führenden. Alexander Gründel mit auch 10 Positionsgewinn. Richtig, richtig gutes Rennen. Hat sich da auch in dieser Gruppe in den Top 10 gut durchsetzen können. Holt sich hier, wie gesagt, die 31 Punkte. Glückwunsch an Alexander. Markus dahinter, der Teamkollege, kommt jetzt auch durch die letzte Kurve. Da sollte nicht mehr viel passieren. Jawohl, die 202 dann mit 15 Positionsgewinn. Auch gut, gut nach vorne gekommen. Holt sich dann, glaube ich, 27 Punkte sind es. Philipp Noack, Position 3. Ich glaube, 24 gibt es dafür. Bin mir nicht ganz sicher, aber um den Dreh rum. Auf jeden Fall kann er richtig gut punkten. Vor seinem Teamkollegen, der Führende der Gesamtwertung mit 11 Positionsgewinn auf der 4. Chris Schneider, ja, leider ein bisschen zurückgefallen. War ja von vorne gestartet hier, aber immer noch ganz knapp vor Alisch auf die 5 gefahren. Alisch
auf der 6. Witzmann rettet sich vor Kreling auf die 7 und dahinter das Dreiergespann, wo sich nichts mehr tun wird, beziehungsweise auf der Strecke nicht, gleich im Klassement schon, denn Lukas Hunter sollte hier nochmal vorbeiziehen durch die Strafen auf die 10. Position. Ja, Pierre Meyer war da auch in der Gruppe eben noch unterwegs, da gab es dann den leichten Vorfall, da ja, war dann leider relativ einsam unterwegs jetzt die letzten paar Runden. So, Lenz Live hier vor seinem Teamkollegen, zumindest auf der Strecke im Klassement sind sie allerdings ja, auf 3, 4 Positionen auseinander. Das ist nämlich Michael Schneider hier, der Honda. Chris Voske fehlt uns noch auf der 15. Das ist hier der Audi, 5 Positionen gewonnen und dann dürften alle im Ziel sein. Jawohl, da ist es. Ja, da rechts seht ihr, da werden die Strafen angezeigt. Aber wir, würde ich sagen, gehen gleich nochmal ins Studio und dann gucke ich mal, wo ich euch weiterhin raiden könnte. Mal auf Fahren klicken hier, zack. So, gucken wir mal hier zurück zu Twitch rüber. So, ja, ein für uns als Zuschauer zumindest sehr, sehr interessantes Rennen. Das Qualifying, ja, hat angefangen zu regnen, war etwas regnerisch, dann noch mehr regnerischer. Nee, das ist nicht das richtige Wort, aber wurde nasser, sagen wir mal so. Und dadurch, ja, vor allem die früh rausgefahren sind, haben sich vorne platzieren können. Dadurch kam es halt, dass vor allem, ja, viele schnelle Fahrer, die man weiter vorne erwartet hätte, eher hinten gestartet sind. Haben es ja eben an den Position Deltas gesehen. Die haben sich aber in den 60 Minuten hier gut nach vorne fahren können. Start lief sehr gut eigentlich. Paar Kontakte hatten wir, paar Strafen gab es ja entsprechend auch, aber haben da schöne Zweikämpfe gesehen, war wie gesagt nicht wirklich langweilig. Ja, nächste Woche geht es dann weiter, 60 Minuten dann auf Spa-Francorchamps, also das wird, denke ich, auch nochmal eine interessante Sache, nochmal eine ganz andere Streckencharakteristik, deutlich länger, deutlich länger, eine ganze Minute und auch voll, ja, viel schneller, da kann man nochmal besser überholen, aber da sind wir dann. Nächsten Montag um 18 Uhr ist dann Ingame-Start. Wir starten hier wie immer ungefähr 20 Uhr. Da freuen wir uns, denke ich mal, drauf. Und dann, ja, gucken wir, wie gesagt, dass wir mal die Tabelle korrigieren. Kann nicht sein, dass der Gründel hier unter den Scheffel gestellt wird. So, wir raiden mal weiter. Gehen mal zum Sorrisino rüber. Der macht hier auch noch irgendwas. Ich hoffe, oh, ich glaube, das rennt gleich vorbei. Egal, gehen wir trotzdem rüber, glaube ich, oder? Warte mal. Nee, warte, wir gehen woanders hin, wenn das gleich vorbei ist. Was wird hier noch gefahren? Wollen wir zu Arne rübergehen? Da gehen wir mal rüber. Waren wir schon lange nicht mehr. Ansonsten, wenn ich den Raid mal vorbereite, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Für die Follows, die reingekommen sind. Natürlich für die beiden Raids von RacePlays und vom Terrorworm. Schön, wenn ihr noch dabei geblieben seid. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen. Ja, machen wir ganz normal LFM, wieder 3 Rennen. Denk mal wieder GT4, zweimal GT3. Gucken wir mal, was da so geht. Donington, Barcelona und Zolder sind, glaube ich, so dran. Da können wir auch wieder gespannt sein, was da so geht. Ich rate euch zum Arne mal rüber. Der guckt sich gerade irgendwelche Ratings an. Ich hoffe, dass er gleich nochmal fährt. Ich hoffe mal. Lasst mir schöne Grüße da. Wir sehen uns morgen, wenn ihr mögt. Und dann habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.